Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen heute zum ersten Thementalk im Stadtteilbüro der Parkstadt Süd. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieses sommerlichen Wetters den Weg hier ins Zentrum sozusagen der Planungen des Areals Parkstadt Süd gefunden haben. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden heute einen spannenden Abend erleben. Ich darf mich Ihnen zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Martin Wolf. Ich bin seit 2014 im Stadtplanungsamt der Stadt Köln Planungsteamleiter für die linksrheinische Stadt und damit auch für das Projekt Parkstadt Süd mitverantwortlich. Ich freue mich auch auf den heutigen Abend ganz besonders, weil nach 3 Jahren Corona-Pandemie es das erste Mal ist, dass wir wieder in Präsenz uns austauschen können über ein wirklich ganz bedeutsames Städtebauprojekt für Köln und letzten Endes auch für das Areal hier in Raderberg. Wir haben uns in den vergangenen Jahren des Öfteren bereits getroffen und ich bin sicher, dass der eine oder die andere von Ihnen teilgenommen haben an einer Vielzahl von Veranstaltungen, die wir im Prinzip ab 2015 in Vorbereitung dieses Projektes hier haben laufen lassen, mit Ihnen gemeinsam gestaltet. Und insofern ist es großartig, dass Sie heute mit an Bord sind. Das gilt natürlich auch für alle diejenigen, die über den Livestream heute Abend mit zugegen sind. Auch an Sie alle ein herzliches Willkommen von meiner Seite und schön, dass Sie mit an Bord sind. Ja, was haben wir heute Abend vor? Wir möchten Ihnen über spezielle Themen berichten, die sehr aktuell sind, nämlich zum einen vorstellen das Projekt SECHT-M, das ist das sogenannte Pilotprojekt der Parkstadt Süd und das bedeutet, und Sie werden es möglicherweise nachher im Nachgang zu der Veranstaltung auch draußen sehen, dass eine erste große Baumaßnahme losgeht, nämlich das Projekt der GAG, unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die dort in größerem Umfang Wohnungsbau mit weiteren angegliederten Nutzungen realisieren möchte und auch realisieren wird. Darüber hinaus wollen wir Ihnen einen Blick vielleicht kurz zurück, aber auch in die Zukunft werfen und Ihnen darüber Mitteilung geben, Sie informieren, was in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Denn das Projekt Parkstadt Süd wird auf jeden Fall weiterhin von der Stadt, von der Politik, aber auch von der Verwaltung nach Kräften betrieben, damit, ich darf den Slogan zitieren, bald hier an Ort und Stelle mehr Vielfalt, mehr Grün und mehr Köln sein wird. Vielleicht nach diesen kurzen und einleitenden Worten noch ein Hinweis. Es ist auch ein besonderes Projekt deshalb, weil wir neben der Realisierung von Wohnungsbau, das wissen Sie alle hier im Saal, dringend benötigt wird und vor allen Dingen natürlich preiswerter Wohnungsbau benötigt wird mit entsprechenden Infrastrukturen, Einrichtungen wie Schulen, wie Kindertagesstätten. Darüber hinaus ein, ja, vielleicht Herzenswunsch der Kölnerinnen und Kölner in Erfüllung geht, nämlich wir mit diesem Projekt auch den inneren Grüngürtel vollenden können. Der innere Grüngürtel hat an dieser Stelle, Sie wissen es alle, seinerzeit vor rund 100 Jahren vom ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Köln, Konrad Adenauer, konzipiert und sozusagen auf den Weg gebracht. An dieser Stelle hier im Bereich der Parkstadt Süd noch eine signifikante Fehlstelle und auch diesen Bereich werden wir mit einer Freiflächenplanung dann in der Umsetzung des Gesamtprojektes an den Rhein heranführen, sodass der innere Grüngürtel dann voraussichtlich in 10, vielleicht 15 Jahren das gesamte Freiraumbild des inneren Grüngürtels komplettiert haben wird. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Ich habe dort hinten auch eine ganz junge, interessierte Person gesehen. Ich weiß nicht, ob sie noch mit da ist, aber Sie sehen, es ist ein breites Spektrum interessierter Bürgerinnen und Bürger. Und der Austausch mit Ihnen ist uns sehr wichtig. Wir sind auf Ihre Expertise angewiesen und wir möchten sehr gerne heute Abend mit Ihnen in den Dialog treten. Soweit meine kurze Einleitung. Ich darf jetzt zunächst übergeben
an Herrn Manuel Klump, der heute die Moderation des Abends übernehmen wird, und freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam die nächsten 2 Stunden hier im Stadtteilbüro Parkstadt Süd zum ersten Thementalk gemeinsam gestalten zu können. Und vielleicht noch ein Hinweis oder ein Zusatz: Wenn ich sage erster Thementalk, dann heißt das, dass weitere Thementalks folgen werden. Wir werden am Ende der Veranstaltung auch andeuten, wann das ungefähr noch im Jahr 2023 der Fall sein könnte. Und insofern freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf den Austausch. Ich darf jetzt übergeben an Manuel Klump, der gerne das Wort übernimmt. Herr Klump. Vielen Dank, Herr Wolf, für die einleitenden Worte. Ja, auch von meiner Seite aus erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute hierher ins Stadtteilbüro gekommen sind. Aber auch natürlich an Sie zu Hause. Schön, dass Sie online teilnehmen und so viel Interesse an der Parkstadt Süd und an SechtM haben. Mein Name ist Manuel Klump. Ich bin Teil der Projektkommunikation zur Parkstadt Süd und darf Sie heute durch den Thementalk begleiten. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe tatkräftige Unterstützung. Und deshalb möchte ich die Herren auch gerne mal ganz kurz vorstellen. Herrn Hans-Martin Wolf, den stellvertretenden Leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt Köln, haben Sie bereits kennengelernt. Zu meiner linken Seite sitzt Herr Jörn Rickmann. Er ist Abteilungsleiter für die Bauplanung bei der GAG Immobilien AG. Das heißt für Sie von der rechten Seite aus. Und auf der anderen Seite haben wir Herrn Professor Christian Heuchel. Er ist Architekt und geschäftsführender Gesellschafter von Ordner und Ordner Baukunst. Er wird uns nachher Einblicke geben in die Architektur und Gestaltung von SechtM. Ein kurzer Hinweis noch: Für alle, die mit Mobilgeräten ausgestattet sind, würden wir bitten, einmal den Ton auszuschalten, beziehungsweise am besten das Gerät einmal in den Flugmodus zu versetzen, damit wir hier keine technischen Herausforderungen bekommen. Und ein weiterer Hinweis: Wir zeichnen die Veranstaltung auf. Das heißt, im Nachgang wird diese dann auch auf der Website www.parkstadt-süd.de zur Verfügung stehen. Dann auch barrierefrei, das heißt komplett untertitelt, sodass Sie also auch alles mitlesen können, dass Sie jederzeit auch Pause drücken können, nochmal zurückspulen können oder an einen bestimmten Teil einfach springen können, den Sie besonders interessiert hat. Ja, was erwartet uns heute? Es erwartet uns heute 3 Themenblöcke, 3 spannende Vorträge mit interessanten Informationen. Und wir haben den Thementalk unter das Thema gestellt, SechtM, was im Kleinen hier entsteht, entsteht später mit der gesamten Parkstadt auch im Großen. Und der erste Teil unserer Veranstaltung wird sich darum drehen, wie es von der ersten Idee von SechtM schließlich zur gebauten Realität kommt. Und die ersten Einblicke in das Thema Planung und Umsetzung wird uns Herr Rickmann geben. Er wird auf die Fragen eingehen: Was ist der aktuelle Stand bei SechtM? Wie wird SechtM später aussehen? Für wen ist SechtM gedacht? Und ich bin mir sicher auch noch viele, viele weitere Informationen. Nachdem wir den Einblick bekommen haben, wird Herr Professor Christian Heuchel uns Einblicke geben in die Architektur und Gestaltung von SechtM. Unter anderem auch erklären, was es mit dem Konzept Die Farben Kölns auf sich hat. Und mit ihm haben wir natürlich auch einen Experten hier vor Ort von O&O Baukunst, die sowohl SechtM entworfen haben, als auch bei der integrierten Planung mit an Bord waren. Das heißt, er wird uns auch die Parallelen zwischen der Parkstadt Süd, was im Großen entsteht, und SechtM, was jetzt schon im Kleinen gebaut wird, zeigen. Und schließlich wird uns dann natürlich auch Herr Wolf nochmal Einblicke in das Gesamtprojekt Parkstadt Süd geben. Wo steht das Projekt aktuell? Was sind die nächsten Schritte? Was kommt alles? Auf was dürfen wir uns freuen? Aber auch, was wurde schon erreicht? Wo kommen wir her? Und als allerletzten Punkt und als einen sehr wichtigen Punkt möchten wir natürlich auch mit Ihnen in den Dialog treten, sowohl hier vor Ort als auch mit Ihnen zu Hause. Das heißt, Sie werden im letzten Teil die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen hier an alle Redner. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Herr Sieber, ein Kollege von uns, wird mit einem Mikrofon ausgestattet, gerne durch die Reihen gehen. Und Sie dürfen Ihre Frage direkt an uns stellen. Wer sagt, nee, ans Mikrofon traue ich mich nicht, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dann haben wir auch kleine Kärtchen hinten rechts für Sie, hinten links vorbereitet. Da können Sie die Frage gerne notieren, an Herrn Sieber geben. Er wird die dann vorlesen und auch mit in die Diskussion mit einbringen.
Und für alle, die uns online zugeschaltet sind, Sie haben die Möglichkeit, entweder sich bei YouTube direkt einzuloggen und im Chat Ihre Frage zu stellen, oder aber Sie gehen einfach über die Website www.parkstadt-süd.de. Da finden Sie dann rechts oben einen Reiter mit Dialog und an zweiter Stelle eine Frage stellen. Da kommen Sie direkt zum Fragenformular und so kommt Ihre Frage direkt hier bei uns im Thementalk an. Dann noch einen Hinweis für Sie hier vor Ort. Nachdem der Thementalk und die Übertragung fertig ist, werden Sie die Möglichkeit haben, zusammen mit allen Anwesenden und allen voran Herrn Rickmann auf die Baustelle zu gehen und auch einen Blick auf die Baustelle zu werfen. Wie sieht das Ganze aus? Und auch hier nochmal spannende Einblicke zu bekommen. Ich möchte gar nicht mehr viel sagen, sondern eigentlich direkt schon zum ersten Punkt kommen und an Herrn Rickmann übergeben, der uns den aktuellen Stand von SEchtem einiges dazu sagen wird. Herr Rickmann. Ja, herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Raum wie auch vor den Bildschirmen. Ich freue mich, Ihnen heute das Projekt SEchtem der GAG Immobilien AG vorstellen zu dürfen und würde auch direkt starten wollen mit Daten, Zahlen und Fakten, die ich Ihnen mitgebracht habe. Zunächst zur Einordnung. Hier auf der Folie ist das Gesamtkonzept der Parkstadt Süd abgebildet. In der Mitte im Kringel, das ist das Projekt SEchtem der GAG. Direkt an der Bonner Straße gelegen, also östlich angrenzend ist die Bonner Straße. Dann über die vorhandene Wohnbebauung der Sprung zur Bildungslandschaft, wie eben schon erläutert wurde. Und im Westen können Sie die Markthalle sehen und noch weiter westlich wurde auch eingangs schon mitgeteilt, dass eher wohnungslastigere Viertel mit einigen gewerblichen Ergänzungen. Nördlich unseres Blocks sieht man auch die vorhandene Grünfläche. Wenn wir gleich rausgehen, sieht man da noch den schönen alten Baumbestand. Jetzt nochmal ein kleiner Zoom ein bisschen weiter raus. Das ist eine Karte der GAG-Bestände in der unmittelbaren Umgebung. Alles, was Sie hier in Rot oder in Blau eingefärbt sehen, das sind unsere Bestände im näheren Umfeld und wie Sie unschwer erkennen können, im Kringel ist wieder das Projekt SEchtem abgebildet und wir sind an der Stelle noch relativ gering vertreten und denken natürlich auch und hoffen, dass wir in der Parkstadt Süd eben einiges noch an Wohnungsbau der Stadt Köln zur Verfügung stellen können mit ergänzenden weiteren Nutzungen, Sozialimmobilien oder was auch immer, also eben auch die Kernkompetenz der GAG. Nun zoomen Sie wieder rein, einen ähnlichen Plan. Jetzt ist das Projekt SEchtem nach wie vor in dem Kringel. Es hat so begonnen, dass wir an dieser Stelle ein Bestandsgrundstück hatten oder haben und dieses Grundstück dann arrondiert wurde durch den Zukauf eines Privatgrundstückes und eben den Zukauf eines städtischen Grundstückes, sodass sich der in der integrierten Planung bereits so vorgesehene Baublock eben auch realisieren ließ. Auch hier kann man unschwer erkennen, dass einiges an Neuordnung erforderlich ist, insbesondere die Erschließung, die SEchtemer Straße, da würde ich aber dann gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter eingehen. Ja, was macht man, um bauen zu dürfen? Man muss Planungsrecht schaffen und das in Form von einem Bebauungsplan. Wir haben hier an der Stelle einen sogenannten Vorhaben- und Erschließungsplan beziehungsweise einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der im Vergleich zu einem konventionellen Bebauungsplan deutlich striktere Festsetzungen vornimmt. Und das sehen Sie auf der rechten Abbildung, das ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan. Gut zu erkennen, die Geschossigkeit, die festgesetzt wird, das geht also von einem Geschoss, das ist das, das Sockelgeschoss, bis über zwei Geschosse und dann von 5, 6, 8 auf bis zu 15 Geschossen. Das turmartige Gebäude oder den Turm haben Sie heute schon in verschiedenen Grafiken sehen können. Auch gut zu sehen ist an diesem rechten Bild, vielleicht kann man es erkennen, diese zwei dreieckigen die dreieckige Signatur, das ist die Einfahrt zur Tiefgarage. Also insofern verortet dieser Plan neben Höhe, Dichte auch schon Einfahrten und auch Freiflächen ringsherum. Es handelt sich hier um ein urbanes Gebiet, was hier in der Nutzung festgesetzt wurde. Urbane Gebiete sind eine neue Festsetzungsart, meines Wissens erstmalig in Köln durchgeführt. Das ist die Nutzung, die verdichtete Bauweise erlaubt mit einem sehr hohen Anteil an Wohnungen. Das haben wir dann mit dem Stadtplanungsamt so auch abgestimmt.
Das Ganze hat im Februar 2019 begonnen, das Bebauungsplanverfahren, und wir haben es dann dank einer wirklich sehr intensiven und guten Zusammenarbeit mit den Ämtern der Stadt Köln geschafft, im Februar 2022 dann auch einen Satzungsbeschluss zu erlangen und die Rechtskraft folgend im Mai. Also bis Mai 2022, dann hatten wir das Planungsrecht. Links unten in der Ecke sehen Sie noch den Vorhaben-Erschließungsplan. Der zeigt dann auch schon Dachflächen, Dachbegrünung, Photovoltaik. Da gehören noch einige Pläne dazu, sodass sogar auch Fassaden und Materialien teilweise festgesetzt werden. Besondere Herausforderungen bei dem Baufeld waren im Baugenehmigungsverfahren zum Beispiel das Thema Lärm. Zum einen, wir haben hier eine Großmarktnutzung, die bei der Planung auch zu berücksichtigen war. Also die Bebauung nimmt auch Rücksicht auf die Lärmemissionen des existierenden Großmarktes. Wir haben aber natürlich auch mit Straßenverkehrslärm an der Bonner Straße zu arbeiten gehabt. Aber auch die, Sie sehen es in der Grafik rechts neben dem Projekt, die Stadtbahn tritt an dieser Stelle aus dem Erdreich hervor und wird zur oberirdischen Stadtbahn. All diese Themen hatten wir, selbst dass der Eisenbahnring in Köln weiter nördlich Richtung Südstadt war eben auch ein Thema. Und diesen Lärmschutzmaßnahmen muss man dann auch baulich begegnen, was wir in diesem Fall durch selbstverständlich verbesserte Schallschutzfenster, verbesserte Fassaden erreichen konnten, erhöhte Brüstungen, auch verglast, um schallabschirmende Wirkung sicherzustellen und für die Wohnung eine sogenannte kontrollierte Wohnraumlüftung. Also man kann alle Fenster öffnen, ganz klar, aber die Lüftung funktioniert auch fensterunabhängig. Das sind so die Maßnahmen, die wir da durchgeführt haben bzw. geplant haben und dann auch im Weiteren umsetzen werden. Erschließung ist ein Thema, weil der Ausblick ist ja auf die Weiterentwicklung der Parkstadt Süd. Und insofern musste bei der Neuordnung der Sechtemer Straße selbstverständlich auch darauf Rücksicht genommen werden, sodass ein Vorausbau in jedem Fall so erfolgt, dass man eben dann auch geregelt weiterbauen kann. Ja, hier sieht man den ganzen Block noch ein bisschen größer dargestellt. Hier sind die Geschossigkeiten auch nochmal zu sehen. Also in der Mitte auf die Grünfläche, das ist die Grünfläche auf dem durchgehenden eingeschossigen Sockelgeschoss, in dem sich die überwiegend gewerblichen Nutzungen befinden, aber auch Tiefgarageneinfahrt zum Beispiel. Dieser gesamte Innenhof ist begrünt und dort wird das Kinderspielen stattfinden. Unten im Gebäude diese kleine Lücke, das ist ein zweigeschossiger Baukörper und dann entwickelt sich das, wie gesagt, von 2, 5, 6, 8 auf bis zu 15 Geschosse. Auch hier die Daten zu unserer Planung. Wir haben im Februar 2019 mit der Planung begonnen, haben einen Bauantrag 21 eingereicht, natürlich auch einen Förderantrag für unsere öffentlich geförderten Wohnungen, haben die Baugenehmigung im Januar bzw. November 2022 erhalten. Ja, und mit dem Planungsrecht und dem Baurecht sehen Sie, wir haben begonnen und ich möchte Sie an der Stelle dann auch nochmal einladen, im Anschluss an diese Veranstaltung gerne nochmal in die Baugrube zu schauen. Ja, der Nutzungsmix wurde schon angesprochen. Dies ist erstmal eine vereinfachte Grafik. Wir glauben, dass dieser Nutzungsmix auch ein Querschnitt der Gesellschaft darstellt, weil er so vielfältig ist. Sie sehen in dem rosafarbenen und gelben Bereich, das sind die frei finanzierten Wohnungen. Die Blöcke, die hier blau dargestellt sind, das sind überwiegend öffentlich geförderte Mietwohnungen, aber auch frei finanzierte Mietwohnungen. Im grünen Bereich handelt es sich um die Studentenwohnungen, sowie öffentlich geförderte Wohnungen wie auch frei finanzierte Wohnungen. Und in der Mitte, das rote, ist das eingeschossige Sockelgeschoss, was die Lagerfunktionen, Gewerbeeinheiten aufnimmt und auch Fahrradstellplätze und so weiter. Wichtig an dieser Grafik ist auch dieser zweigeschossige braune Bereich, weil wir müssen an dieser Stelle zwei Untergeschosse bauen. Zum einen für die Pkw-Stellplätze, zum anderen aber auch für unsere Mieterkeller, Lagerräume, Trockenräume, was man so zum Wohnen alles braucht. Das erste Untergeschoss ist dann eine öffentliche Tiefgarage und das zweite Untergeschoss ist dann den Mietern vorbehalten. Ja, und das ist die Grafik noch mal ein bisschen detaillierter. Herr Professor Heuchel von Ordner Ordner hat diesen Begriff die Kölsche Familie kreiert, ein sozialer Mix. Hier sieht man das Ganze auch noch mal ein bisschen so ähnlich wie ein Wimmelbild, haben wir uns gedacht. Und das würde ich Ihnen dann gerne auch noch mit den verschiedenen Merkmalen erläutern.
das, was eben schon angeklungen ist. Wir haben Familienwohnungen, Mietwohnungen frei finanziert, geförderte Familienwohnungen. Wir haben Studentenapartments frei finanziert und gefördert. Wir haben das sogenannte Loftwohnen im Turm. Wir haben aber auch, links steht dann noch die Grundrissflexibilität. Wir können also bei einer Studentenwohnung auch teilweise die Apartments zusammenschalten, wenn es dann irgendwann mal nötig sein sollte. Und auch im Turmgebäude ist es möglich, von konventionellen Grundrissen mit vielen Einzelräumen vielleicht auch Wände wegzulassen, um eher einen Loftwohncharakter zu schaffen. Stadtloggia ist hier als Begriff benannt. Die Stadtloggia symbolisiert gerade im Turmgebäude eben den Ausblick auch von den Freisitzen, von den Loggien Richtung Rhein und Richtung Dom, wobei natürlich jede Wohnung einen Balkon haben wird oder eine Loggia. Barrierefreiheit ist in allen Wohnungen gegeben, natürlich auch in den Gewerbeflächen. Das ist ganz wichtig und wir werden auch einen Anteil an Rollstuhlwohnungen dort anbieten. Ja, ein paar weitere Merkmale. Den Spielplatz habe ich eben benannt. Hier in der Grafik finde ich sehr schön dargestellt mit der Schaukel und den herumwuselnden Kindern. Wir werden Dachbegrünung auf fast allen Dächern realisieren können. Photovoltaikanlagen hier schematisch oder eher qualitativ dargestellt. Die kleine Wildblumenwiese soll realisiert werden auf dem zweigeschossigen Baukörper der Fuge. Wir werden Paketstationen anbieten können, aber auch natürlich eine erhöhte Anzahl an Fahrradstellplätzen an unterschiedlichen Orten im Gebäude, in den Untergeschossen, in den Kellergeschossen, aber auch im Freiraum. Und Elektromobilität ist selbstverständlich auch ein Thema gewesen, was im Bebauungsplanverfahren in einem Mobilitätskonzept erarbeitet wurde. Einkaufen, Gastronomie haben wir hier einmal benannt. Also das Sockelgeschoss ist, wie gesagt, relativ gut aufteilbar. Was da genau dann letztendlich platziert werden wird, wird eben die Vermarktung ergeben. Die Tiefgarage habe ich eben schon angekündigt. Erstes Untergeschoss öffentlich, zweites Untergeschoss privat. Ja, dann das Thema Grünflächen und Klimaschutz. Auf der rechten Grafik sehen Sie schon, dass da einiges los ist und vieles auch begrünt wird. Wir haben ein voll versiegeltes Grundstück vorgefunden, was wir erstmal komplett entsiegelt haben. Aber Sie sehen natürlich über die Baugrube, dass das Grundstück auch wieder komplett überbaut wird, aber eben jetzt mit deutlich besseren Merkmalen, was den Klimaschutz und die Grünflächen anbelangt. Wir haben eine vertikale Verdichtung werden wir hier durchführen. Das ist ein Klimaziel und es ist eben auch die Vorgabe aus dem ursprünglichen Parkstadt-Süd-Konzept. Kompakte Baukörper habe ich eben schon einmal kurz geschildert. Wir arbeiten da eher kubisch mit den eingeschnittenen Loggien, also eine sehr flächensparende Wohnbauweise. Der intensiv begrünte Innenhof, sagte ich schon, nimmt den Kinderspielplatz auf. An dieser Stelle intensiv heißt mit einer höheren Überdeckung an Erdreich, sodass wir auch in Teilbereichen mit Bäumen, kleinen Bäumen arbeiten können. Wir werden neben der Dachbegrünung sogenannte Retentionsdächer zum Starkregennachweis ausbilden. Retentionsdach bedeutet in dem Fall, dass die Dächer als eine Art Wanne ausgebildet werden, sodass beim Starkregenereignis eben die Wassermengen zunächst auf dem Dach gespeichert und aufgenommen werden und dann kontrolliert und verzögert abgeleitet werden können. Photovoltaikanlagen sehen Sie auf allen Dächern, Ladeplätze für PKWs werden selbstverständlich angeboten, ein Carsharing-Angebot werden wir auch haben an dieser Stelle, die erhöhte Anzahl an Fahrrädern, da kommt gleich dann auch noch bei den Daten die genaue Anzahl. Paketstation 2 und wir werden dieses Projekt an die Fernwärme der Rheinenergie anschließen, die auch vor Ort liegt, die dann teilweise auch ein bisschen umgebaut werden muss. Aber das werden wir dann im Zuge der Erschließungsmaßnahmen auch durchführen. Das ganze Gebäude wird im KfW Effizienzhaus 55 Standard errichtet. Ja, hier ein Blick, das ist jetzt ein paar Tage her. Das werden Sie heute nicht mehr sehen, weil das ist ein Foto nach den Abbruchmaßnahmen. Blau gekennzeichnet ist das Projekt Sechtem. Da sind die letzten Bagger noch unterwegs mittlerweile. Sie sehen wie die Baugrube. Hier gab es dann auch einige Herausforderungen, zum Beispiel die Kampfmitteluntersuchung in Köln. Wer kennt es nicht, werden immer mal wieder Bomben gefunden und wir hatten an der Stelle auch eine Bombenblindgänger-Verdachtsfläche.
Insofern mussten wir sondieren. Glücklicherweise hat sich dabei herausgestellt, dass es sich um eine geringe Menge an Munitionsresten handelte. Insofern keine Evakuierung, kein Bombenfund, da waren wir schon mal sehr glücklich. Auch archäologische Untersuchungen wurden selbstverständlich da durchgeführt, weil angrenzend ist halt ein altes Gräberfeld und da wurde halt auch nachgeschaut, ob es eventuell noch Reste auf dem Grundstück gibt, vorzufinden sind, auch wenn es vorher schon bebaut war. Aber auch da haben wir glücklicherweise nichts gefunden. Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Ja, auch da haben wir glücklicherweise keine Funde feststellen können, sodass es dann auch zügig losgehen konnte. Das sind Fotos der Baustelle aus dem Mai. Jetzt haben wir ja schon mittlerweile Juni, hat sich wieder ein bisschen was getan. Sie sehen auf der linken Seite, das ist halt ein LKW, der schon die egalisierende Schicht einbringt in die Baugrube. Und auf der rechten Seite dann mal ein Bild in die Baugrube. Man kann schon sehr gut erkennen, dass die ersten Kranfundamente entstehen, aber auch Vertiefungen für Treppenhäuser, Aufzugsunterfahrten. Das sind die vorbereitenden Maßnahmen. Und im Hintergrund kann man, glaube ich, ganz eindrucksvoll erkennen, wie tief diese Baugrube ist. Halt zwei Geschosse plus Fundamente, da sind wir ungefähr bei 15 Metern. Und Sie erkennen an den vertikalen Strichen, das sind alles die Verbauträger. Die mussten dann bei der Kampfmittelsondierung auch alle einzeln geprüft werden, ob nicht doch vielleicht an diesen Stellen noch Kampfmittel vorzufinden sind. Glücklicherweise auch da wurde nichts gefunden. Ja, und dann kommen wir schon zu den Daten und Terminen. Wir werden also insgesamt 64 öffentlich geförderte Wohneinheiten anbieten mit knapp über 4000 Quadratmetern. Dazu kommen noch 10 geförderte Studentenapartments mit knapp über 300 Quadratmetern. Studentenapartments frei finanziert, also alles sind Mietwohnungen insgesamt. 35 Wohneinheiten mit knapp über 1600 Quadratmetern Wohnfläche und noch 101 frei finanzierte Wohneinheiten. Das macht in Summe auf diesem, in diesem Gebiet im Projekt Sechtem 210 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von knapp über 13.800 Quadratmetern. Die Großtagespflege habe ich eben noch nicht erwähnt, das ist eine weitere ergänzende Nutzung. Die Großtagespflege dient zur Betreuung von kleinen Kindern, üblicherweise durch Tagesmütter oder Tagesväter, befinden sich in einer nahezu Vier-Zimmer-Wohnung in etwa, die aber speziell für die Großtagespflege errichtet wird, mit ca. 120 Quadratmetern. An Gewerbefläche werden knapp über 3200 Quadratmeter Mietfläche entstehen. Wir haben hier mal 13 Gewerbeeinheiten eingetragen, wobei ich ja auch schon sagte, dass die Gewerbeflächen noch flexibel aufgeteilt werden können in vielen Teilen und wir dann wissen, was am Markt gefragt wird. In den zwei Tiefgeschossen befinden sich 130 Pkw-Stellplätze nach aktueller Stellplatzsatzung der Stadt Köln. Und hier ist die Zahl, insgesamt 530 Fahrradstellplätze werden im und um das Projekt errichtet werden. Der Abbruchbeginn hat Mitte 2021 begonnen. Die Fertigstellung der Untergeschosse wird dauern bis ca. Ende 2023. Und wir hoffen dann, dass die Fertigstellung des Hochbaus Ende 2025, Anfang 2026 auch erfolgt sein wird. Ja, und dann kann ich mich an der Stelle nur für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen weiter einen schönen, interessanten Abend. Vielen Dank, Herr Rickmann, für die Einblicke in Sechtem. Wie gesagt, am Ende der Veranstaltung werden alle, die hier vor Ort anwesend sind, die Möglichkeit haben, tatsächlich noch einen Live-Blick in die Baugrube zu werfen. Und ich möchte gar nicht so viele Worte verlieren, denn wir haben ja gesagt, von der ersten Idee jetzt zur gebauten Realität möchten wir natürlich auch noch ein bisschen was über die Idee erfahren und vor allen Dingen auch, was es mit den Farben Kölns auf sich hat. Deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Professor Christian Heuchel. Ja, vielen Dank. Hier im Raum live und immateriell an den Bildschirmen. Vielen Dank, dass ich heute sprechen darf. Und wir haben ja alle gehört, 2015 hat es für mich als Büro begonnen mit dem ersten kooperativen Verfahren. Und 2025 ist es fertig, ein Gebäude, ja. Und ich muss sagen, in demokratischen Strukturen, zum Glück haben wir die ja, ist es eigentlich
schnell, ja, muss ich ganz klar sagen. Sie haben von Herrn Rickmann, auch vielen Dank an die GAG und an, vom Herrn Wolf gehört, so ein Bauprojekt ist natürlich schon sehr, sehr komplex. Ja. Es ist eigentlich alles geregelt, was man regeln kann. Wir haben das alle wirklich zusammen im Team doch sehr gut praktisch bearbeitet. Warum ist es ein Pilotprojekt? Das will ich Ihnen dann gleich erläutern. Wir haben 2015 gab es das kooperative Verfahren. Das war ein internationales Verfahren, wo verschiedene Teams sich mit den Bürgern zusammen über, glaube ich, es waren 5, 6 Workshop-Verfahren einer Idee genähert haben. Die Idee war, wie Herr Wolf schon formuliert hat, Konrad Adenauer, ne, ich bin jetzt kein Kölner, wie Sie hören, der wollte ja vom Rinn zum Rinn, also vom Rhein zum Rhein laufen. Ja. Das ist ja das Einmalige in Köln. Man läuft also vom Rhein im Norden irgendwann zum Rhein im Süden. Das fände ich eigentlich beeindruckend. Und er hat natürlich Strategien entwickelt, Herr Adenauer, wie man sowas vielleicht dann durchsetzen kann, durchplanen kann, mit den Bürgern, ohne die Bürger. Ein großes Element ist natürlich der Großmarkt, über den werden wir später vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Wir sitzen halt hier direkt am Stadtteilbüro, das heißt, dieses Büro war die ehemalige eine Halle, die zur großen Markthalle dazugehört. Die steht da unter Denkmalschutz und die ist eigentlich wichtig, das ist das Herz des gesamten Quartiers. War im Grunde damals im Wettbewerb, im Verfahren schon das Herz des gesamten Quartiers. Und um dieses Herz haben wir dann eine neue Stadt entwickelt. Die Parkstadt Süd ist nicht klein, es ist eigentlich das größte europäische städtebauliche Projekt. Ich habe nachgeguckt, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber es ist ein großes Projekt, also ein weltweites größtes. Der Kölner würde sagen, es ist weltweit das größte Projekt, aber es ist das Projekt, das am nächsten zum Kölner, zum Dom steht, das ist richtig, die Südstadt. Eigentlich ist es ein wunderbares Filetstück und dieses wollten wir zum Leben erwecken. Und natürlich damals schon 2015, da war das die Diskussion über Grün in, ich will sagen Kinderschuhen, aber es war noch nicht, die Nachhaltigkeit war nicht das Thema. Wir haben damals schon mit Stefan Lenzen zusammen die Idee gehabt, dass die Parkstadt Süd ist ein grünes Projekt, weil im Grunde der große Grüngürtel vorhanden ist. Es gibt den Rhein, eigentlich können wir als Architekten nicht viel falsch machen. Was wir gemacht haben, war, wir haben eigentlich gesagt, eine Stadt, also eine neue Stadt, die da entsteht, die muss auch eine Dichte haben, also muss eine Größe haben, es muss auch Stadt sein. Und Köln hat Stadt, die hat viele Fädels, ja, das wissen wir, und das soll eigentlich ein neues Fädel werden mit eigener Identität. Was haben wir gemacht? Sie sehen danach, nach dem Erfolg des kooperativen Verfahrens, durften wir, 3 Jahre lang sehe ich, die integrierte Planung betreiben. Das heißt, wir haben unsere Ideen verfeinert hinsichtlich Mobilitätskonzept, hinsichtlich Grünkonzept, hinsichtlich Nutzungskonzept, hinsichtlich Straßenprofile, hinsichtlich, wer soll da eigentlich ja wohnen? Ist es viel Wohnen? Ist es mehr Gewerbe? Wo sind die Schulen? Das haben wir alles gemeinsam mit der Stadt Köln, mit unzähligen Ämtern der Stadt Köln, praktisch entwickelt und daraus eigentlich dieses Stück europäische Stadt entwickelt. Sie sehen, das ist natürlich, sind es einzelne Blockstrukturen, die kennen einen Innenraum, einen privaten, und die kennen auch einen öffentlichen Raum. Es ist im Grunde, bestes Beispiel sind Städte wie italienische Städte, sieht man eigentlich relativ stark. Und wir haben da gemerkt, es ist eine Möglichkeit, als stabiles Gerüst, die schon 2016 erkennbaren Veränderungen, ja, die wir ja alle gespürt haben, also wir konnten nicht wissen, dass es Corona gibt, wir konnten nicht wissen, dass es den Angriffskrieg gibt, wir können nicht viel wissen, aber das Projekt hat im Endeffekt eigentlich durchgehalten. Und durchgehalten heißt, wir haben dann angefangen, diesen Stadtraum zu entwickeln, ein paar Fassaden zu strukturieren, weil wir sind ja Architekten und Städtebauer, aber natürlich, unser Herz schlägt natürlich für Architektur. Und dann war die Frage, wie bekommen wir dann Architektur hergestellt? Und zwar, ich sag mal, schnell,
solide. Und da haben wir zum Glück dann die GAG gefunden. Sie sehen auf der rechten Seite ein Bild, das war so die ersten Ideen, wie so ein Gebäude da am Rand aussehen könnte. Und aus diesem Projekt wurde dann auch der Sechtem. Damals hieß es noch Sechtemmer Block oder Sechtemmer Straße. Wie entwickelt man einen Stadtteil und ein Gebäude, das eine gewisse Identität hat? Ja, also wir als Architekten sind nicht mehr so zufrieden mit den internationalen Gebäuden. Wie alle aussieht, die könnte in Hintertupflingen stehen, in Ulm, in Berlin, in Stuttgart, sondern wir wollen eigentlich Gebäude schaffen, die mit dem Ort zu tun haben. Und da war eigentlich die Frage, welches Material, wie kann man eigentlich diesen Ort kreieren? Also was bietet eigentlich die Architektur? Und die Architektur bietet auch immer mal die Farbe. Also wir hatten das Schreckensbild von so einer weißen Siedlung, ja, die einfach total informell da reingestreut wird. Wir wissen nicht mehr, wo wir sind und so weiter. Und dann kam die Idee, wir fragen mal jemand, der sich mit Farben auskennt. Und das war die Künstlerin Kirsten Lampert. Die ist meine Kollegin an der Kunstakademie Düsseldorf. Und die kennt sich eigentlich mit Farben perfekt aus, würde ich mal behaupten. Die sieht Farben, die sehe ich gar nicht. Die Schattengespür, die sieht Nuancen, da habe ich keine Ahnung, wie ich die zu interpretieren habe. Und die hat gemeint, okay, sie fährt mal nach Köln, die ist ja Düsseldorferin, darf man hier auch sagen, und hat dann im Römisch-Germanischen Museum diese riesige Sammlung von Öllampen gefunden. Ja? Man muss also wissen, Köln war in der römischen Zeit, das war eher so ein Großhändler für Lampen in ganz Europa, also über den Rhein wurden die Lampen überall hin verschifft, die wurden auch hier produziert in Köln, und zwar nicht weit entfernt, Richtung Frechen, gibt es riesige Tongruben, und aus diesen wurden dann diese Lampen entstanden. Und da hat die Künstlerin gemeint, die Lampen haben bestimmte Farben, die Farben nehme ich ab, interpretiere, und aus diesen Farben baut ihr die Stadt. Das sind natürlich die Künstler. Auch nochmal trinken. Wenn der Künstler einmal praktisch die Blut geleckt hat, dann kriegt man den nicht mehr weg. Das heißt, ich habe gesagt, ja, und das sind die Farben, die müsst ihr machen, das ist einmalig, das ist identisch, weil es mit Köln zu tun hat, weil es in die Zukunft gerichtet ist. Und ich habe gesagt, gut, weil ich Farben kann ich eigentlich relativ gut, dachte ich, herstellen. So. Also auch am Bau jemanden vertreten, dass er sagt, ja gut, Farbe kostet viel Geld, kann ich mitgehen. So, das sind strategische Überlegungen. Und dann haben wir angefangen, diese Farben auf diesen Städtebau zu übertragen. Es gab also künstlerische Modelle, wo diese Farben übertragen wurden. Und mit diesem Thema sind wir eigentlich dann gesagt, okay, wenn es um Farben geht, muss man natürlich kommunizieren. Und wenn es dann am Ende um Gestaltung geht, muss man die Farben testen. Und wir haben dann entschieden, mit diesen Farben, wir haben große Farbfahnen gemacht, sind wir durch die Altstadt. Ja, Sie sehen, da waren an der Schildergasse, da wurden wir dann gleich vom Ordnungsamt, die sind relativ schnell sofort gefragt, was wir da machen. Ja, das sind ja Fahnen, unangemeldet natürlich. Ne? Und die Farben waren, aber es waren so viele Farben, dass sie nicht identifizieren konnten, welche Partei und so weiter ich da vertrete. Und es war super, weil sofort die Leute gesagt haben, das gefällt mir nicht, die Farbe ist super und so weiter. Man konnte sich eigentlich einigen, was wir gesehen haben beim Wandern mit diesen Farben durch die Stadt, dass die Farben eigentlich eigenständiger sind. Ja? Also die Farben gehören zu dem Stadtkörper irgendwie dazu, also es gibt Verbindungen. Und dann haben wir natürlich auch hier auf dem Großmarktgelände mit diesen Farben, mit diesen Fahnen artikuliert, eigentlich um zu sagen, uns ist es als Architekt, und er muss dann im Grunde, kann sich nicht mehr verstecken, sondern ich muss der Bevölkerung sagen, das sind die Farben. So, wir haben wenig Widerstand bekommen, was ich immer in der Demokratie als Zeichen der Akzeptanz mal lesen muss zu den Farben. Und diese Farben haben gesagt, okay, die werden wir jetzt beim Sechtem, so heißt er mittlerweile, dieses Gebäude, Sechtem, als erstes großes Pilotprojekt umsetzen, architektonisch,
vielleicht auch künstlerisch. Und SECHT-M, warum ist das ein Pilotprojekt? Das habe ich Ihnen schon gesagt, es hat Mobilitätskonzepte, es hat eine super Mischung aus, da haben wir auch die Kölsche Familie gegründet. Das heißt, alle Kölner, alle groß und klein, dick und doof, können da wohnen. Ja. Das Projekt besteht aus einem großen Sockel, ein verbindender Sockel. Und diese Sockelarchitektur soll sich auch im gesamten Quartier wiederfinden. Und auf dem Sockel stehen verschiedene Häuser. Also nicht ein Riesenblock, sondern ich versuche mit den Farben verschiedene Häuser zu erzeugen und auch zu überlegen, welche Farbe passt, welche Farbe ist richtig. Und so haben wir verschiedene Farben entwickelt. Den Farben haben wir Namen gegeben. Und zum Beispiel, das heißt Domgold, ist eigentlich Referenz an den Dom, das ist ein Beige-Ton, ein goldener Beige-Ton. Und der soll dann im Endeffekt für den Hochpunkt verwendet werden. Der ist auch im Sockelbereich, dann gibt es ein Rot, ein Altrosa, ein Kölsch-Grün. Ja, das sind praktisch mehr oder weniger Erfindungen, die wir aber auch getestet haben mit Leuten, die sich da auskennen, die dann auch sagen, das ist Kölsch-Grün, keine Ahnung, gibt es. Und die haben wir dann verwendet. Und der Sechtemmer Straße als Pilotprojekt ist natürlich ein Block, ja, der einen Innen kennt und einen Außen. Herr Rickmann hat erklärt, in dem Innenhof sind die Kinder und die spielen. Und das sind auch, das würde ich dazu erwähnen, das sind auch 3, 7 Bienenvölker, ja, sind da drin. Und das Problem war immer, wenn ich die als Architekt einzeichne, ob ich die versprochen habe. Weil es ist gar nicht so einfach, dass die da überleben und so weiter. Aber es werden da Bienen sein. Wir haben da alles hineingeladen, in diesem Block zu leben. Wir wissen, es sind 210 Wohnungen. Ich glaube, das füllt sich relativ schnell mit Wohninteressenten. Aber trotzdem, es gibt ja noch andere Blöcke, die man ähnlich konzipieren könnte. Man macht Struktur, ein Gewebe aus verschiedenen Menschen und dann glaube ich daran, dass dann Architektur und die Stadt sich da selbst hilft und auch sozial sich hilft und da bin ich überzeugt. Und es ist der Turm, und der Turm, das muss man sagen, vielleicht für denjenigen, der denkt, diese Reise ist zu Ende, der Turm steht natürlich, da stehen noch zwei andere Türme, ja, direkt da gegenüber werden die irgendwann stehen, wenn jemand will, Gott will oder nicht. Und darum ist es auch Pilotprojekt, weil das ist natürlich notwendig, um den Stadteingang und den Stadtausgang an der Bonner Straße zu fundamentieren und zu sagen, hallo, hier steht was Neues und was Modernes. Und da bin ich auch dann bei dem Thema, dass die Stadt sich bewegen muss. Und das Projekt ist natürlich nicht nur traditionell oder irgendwie so Kölsch-Ding, sondern es ist auch international wichtig. Und darum, Sie sehen den blauen Kringel und dann oben sind diese splitterartigen Baukörper. Das werden 3 Türme, also 2 neue Türme sein mit dem Turm, die gleiche Höhe. Stadtplanungsamt ist klar, also bei 60 Meter ist da immer Schluss. Ja. Und ich glaube, dann bin ich der Meinung, dass wir dann städtebaulich bestimmte Themen relativ klar formulieren können, dass wir dann hier ein Stück neue Stadt entwickeln. Die Farben. Ja, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen ja die Farben übertragen auf unsere architektonischen Vorstellungen. Sie sehen hier, dass ich für den Gestaltungsbeirat vorbereitet habe, wie sind die Farben verteilt. Ich habe Ihnen gesagt, der Hochpunkt ist Domgold, der Sockel ist Domgold, da gibt es ein grünes Haus, ein blaues Haus und ein rotes Haus. Und da war ja klar, okay, rot, das hatte was mit Studenten zu tun, hat jemand gemeint. Dann machen wir die Studenten ins Rote. Und Domgold, wenn es nach oben höher wird, das ist schön, dann wird die Farbe, geht dann eigentlich in den Himmel rein und das schimmert dann, fand man eigentlich ganz okay. Das Grün ist eher so ein bisschen solide, da sind auch die ganzen geförderten Wohnungen, die Gruppenwohnungen drin und der Blaue ist so, der kriegt auch so Ornamente, da wohnen die Bayerischen, die hier vielleicht leben. Also das sind halt so Handlungs-, wo man denkt, ja, das könnte vielleicht so sein, so. Und dann haben wir das weiterentwickelt und haben das natürlich jetzt ganz weit entwickeln müssen. Das heißt, ich lasse jetzt aus die Strapazen, die der Architekt dann hat, mit dem ganzen Regeln. Das ist ein Regelwerk, das man bearbeiten muss. Und dann hat man eigentlich diese, wie nennen wir es, die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Die ist dann da fertig und wir haben sie noch kontrollieren können. Und ich bin der Meinung, es könnte gelingen, dass wir dort was machen, das
solide aussieht, vielleicht nicht zu forciert, also es ist kein Glaspalast oder begrüntes Superhaus. Ich glaube, es ist solide und es ist ein guter Aufschlag für als Pilotprojekt. In der Fachwelt wird es ja schon diskutiert mit den runden Ecken und es hat da so Assoziationen mit Barock. Und ich sage, ja klar, so nichts Schöneres wie Barock, ja, und mit den Ornamenten. Aber ich glaube, auch die Bauindustrie ist natürlich mit uns gefordert, weil die nicht wissen, wie sie diese Rauten herstellen sollen. Es ist ganz einfach, Klebeband und dann putzt du da so Zeit. Also es ist alles ganz viel, viel einfacher, wie wir denken, wie es ist. Und wir hoffen, Herr Rickmann hört zu oder weg, dass wir da jetzt einfach schnell einen guten Baustein bekommen, der mit den Mitteln, die man hat und mit dem Geldbeutel, den man hat, einfach solide wird. Sie sehen auf der linken Seite ganz relativ wichtig, das wird heute Abend von Herrn Wolf, glaube ich, noch mal ein paar Mal erwähnt werden, wie gehen wir mit der großen Markthalle um? Weil diese Straße, das ist auch die Sechtemer Straße, die ist natürlich Verbindung zur Bahn. Und da werden viele, viele Leute ins Quartier kommen. Und da ist ja unsere Idee, die kommen ja dann hier entlang direkt auf die Großmarkthalle. Ist fürs Projekt wichtig, ist auch für das Quartier wichtig. Ich glaube, das ist neuralgisch ein ganz wichtiger Stein, ja, prominent. Es ist nicht irgendwo versteckt, so, sondern richtig wichtig, wie es hier funktionieren soll. Sie sehen auf der rechten Seite, es sind ja schon Mieter gefunden, ne, für den Sockel. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine Möglichkeit dort, ach, solide. Und da sieht man bei dem Bild, dass es nicht jetzt traditionell heimelig ist, sondern es hat auch schon eine gewisse städtebauliche Qualität und Urbanität. Das braucht Köln auch, nach meiner Meinung oder nach der Meinung unseres Büros. Urbanität, aber nicht zu vergessen, wir sind in Köln und vielleicht hoffe ich, das kann ich ja nur prognostizieren, wird jemand sagen, das Gebäude kann wirklich nur in Köln stehen. So, ich glaube, das war die letzte Folie. Also vielen Dank auch fürs Zuhören. Auch hier vielen, vielen Dank. Und ich gebe dann ab an die Sendeanstalt. So, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Heuchel, für die Einblicke ins Thema Architektur und Gestaltung. Ja, und wir haben es jetzt ja schon öfters gehört, Sechtem ist das Pilotprojekt der Parkstadt Süd. Es geht also auch um die Parkstadt Süd im Ganzen. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern direkt an Herrn Wolf weitergeben, der uns jetzt nochmal Einblicke auch in den aktuellen Planungsstand der Parkstadt Süd geben wird. Ja, sehr gerne, Herr Klump. Vielen Dank zunächst auch mal an meine beiden Vorredner Christian Heuchel und auch Jörn Rückmann für diesen sehr facettenreichen und auch ja durchaus teilweise mit Herzblut vorgetragenen Input zum Projekt Sechtem. Sechtem ist eine ganz wichtige Facette im Gesamtkontext der Parkstadt Süd. Wir reden hier über gut 200 Wohneinheiten, die realisiert werden sollen. Aber insgesamt, das wissen Sie, wird dieses Wohngebiet Parkstadt Süd im Ergebnis seiner Umsetzung, seiner Realisierung, ja, Wohnraum für ca. 7.500 Einwohner bieten, eröffnen und darüber hinaus natürlich auch eine entsprechende Anzahl von Arbeitsstätten bereithalten. Ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, was uns hier eben auch wichtig ist, nämlich die Vollendung des inneren Grüngürtels. Und ich darf an dieser Stelle sozusagen von der eher kleinen, aber ganz wichtigen Facette noch mal ein bisschen ins Größere, ins große Ganze zurückgehen und sie vielleicht auch noch mal abzuholen und über das informieren, was in der Vergangenheit geschah. Es ist teilweise auch schon angesprochen worden und auch einen kurzen Blick in die nähere, aber vielleicht auch weitere Zukunft zu werfen. Auf der ersten Folie, auf der ersten Abbildung sehen Sie noch mal den Gesamtkonzeptansatz der Parkstadt Süd. Wenn Sie ganz oben am linken Bildrand schauen, da erkennen Sie die Information Eifelwall. Also eigentlich geht die Parkstadt Süd im Westen vom Bereich Eifelwall über den Bereich, wo heute das Südstadion oder auch der Jean-Löring-Sportpark steht, weiter über die wichtigen zentralen
Siedlungskerne oder Bereiche Parkstadt und Marktstadt, die quasi den Kern, das Zentrum der Neubebauung um die Markthalle herum im Weiteren bilden werden. Dann im weiterhin nach Osten hin angrenzend die sogenannte Bildungslandschaft und dann eben der beabsichtigte und auch im Weiteren zur Realisierung anstehende Lückenschluss zum Rhein. Sie sehen als Überschrift Klima- und Nachhaltigkeitscheck in Vorbereitung. Was bedeutet das? Kollege Heuchel hat es schon angesprochen, der Konzeptansatz der Parkstadt Süd, der aus dem kooperativen Verfahren als Siegerentwurf hervorgegangen ist, stammt aus dem Jahr 2016, 2017. Es sind zwischenzeitlich einige Jahre vergangen. Wir haben als Stadt, Stadtverwaltung, aber natürlich auch in der Diskussion mit der Architekten- und Architektinnenschaft, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern Kölns ein Stück weit weiter gelernt, dazugelernt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es Sinn macht, Fragen der Klimawandelfolgen, also Hitze- und Starkregenereignisse, wir erleben das alle immer öfter, noch einmal mit Blick auf diesen Konzeptansatz zu überprüfen und diesen, wenngleich robusten, trag- und zukunftsfähigen Konzeptansatz der Parkstadt Süd weiterzuentwickeln. Es geht nicht darum, das Konzept über den Haufen zu werfen, ganz im Gegenteil, aber wir wollen ausloten, welche Potenziale er im Sinne einer Verbesserung der von mir gerade vorgetragenen, und das war nur beispielsweise, Themen hat. Ich darf kurz weitergehen, vielleicht nochmal als Impression und auch mit Blick auf die Prominenz des Standortes. Sehen Sie die Parkstadt Süd, südlich der Südstadt, dann mit dem im Weiteren fertiggestellten inneren Grüngürtel. Und man kann, glaube ich, gut erkennen, wie selbstverständlich dieses Projekt sich einbindet, einfügt in die Siedlungskulisse. Und man muss es eben auch sagen, es ist ein Projekt, was wir als Konversionsmaßnahme bezeichnen, also als Umwandlung bereits in Nutzung stehender Flächen, die im Weiteren eben einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen. Und das bedeutet eben auch, dass es darum geht, hier mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Und genau das ist das, was der Konzeptansatz der Parkstadt Süd verfolgt. Und Kollege Heuchel, aber auch Kollege Rickmann hat das angesprochen. Wir haben infolge des kooperativen Verfahrens diese sogenannte integrierte Planung entwickelt, auf die ich gleich auch noch zu sprechen kommen werde. Schon genannt wurde Ergebnis kooperatives Verfahren. Ich brauche das nicht wiederholen. Wichtig ist vielleicht an dieser Folie, dass wir mit der Frage der Baurechtschaffung natürlich bereits begonnen haben. Das erste Konzept und das erste Projekt, das 6M-Projekt, kann jetzt in die Umsetzung gehen. Wir haben aber darüber hinaus auch bereits vor gut 2 Jahren während der Corona-Pandemie einen anderen wichtigen Baustein in Angriff genommen, nämlich den Jean-Löring-Sportpark oder das, was wir hier als Sportpark Süd bezeichnen. Dort ist es so, dass die Bezirkssportanlage um das Südstadion herum einer Neuordnung zugeführt werden soll und auch muss, um zukunftsfähig zu werden und auch das dort vorhandene, aber schon viele Jahre, Jahrzehnte alte Gebäude der Sporthalle ist abgängig und bedarf dringend einer Erneuerung. Das steht an und auch hier werden wir einen Teilbebauungsplan aufstellen. Ich werde nachher im Weiteren noch auf die anderen Teilbebauungspläne kommen, die wir hier in den nächsten Jahren in Angriff nehmen. Und es wurde schon angesprochen, das Pilotprojekt 6M ist auf der Grundlage eines sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorlaufend quasi auf den Weg gebracht worden. Dieser Klima- und Nachhaltigkeitscheck, der ist in Vorbereitung. Wir sind mit entsprechenden Expertinnen und Experten im Dialog und wir haben bei einem anderen großen Projekt hier im Kölner Westen auf der linksrheinischen Seite, nämlich in Kreuzfeld, auch entsprechende Expertise bekommen und haben auch vor dem Hintergrund des Umstands, dass die Großmarktnutzung noch bis 2025 Ende, so jedenfalls die aktuelle Beschlusslage des Rates der Stadt Köln, bleiben wird, die Zeit, uns diesem Klima- und Nachhaltigkeitscheck anzunehmen.
Ich darf auch noch mal kurz zurückführen, und viele von Ihnen haben mit Sicherheit auch in den vergangenen Jahren ja Anteil genommen an der Parkstadt Süd. Wir haben beginnt, ich glaube 2015, mit der ersten öffentlichen Veranstaltung begonnen. Oben links sehen Sie das, Parkstadt Süd entdecken, und dann ging es weiter. Es zog sich quasi wie ein roter Faden durch eine über zwei, fast dreijährige intensive Kommunikation mit der interessierten Öffentlichkeit. Mit ihrem Interesse und ihrer Expertise konnte es gelingen, ganz wichtige Fragestellungen in den Entwurfsprozess mit einzubeziehen und dann letzten Endes in den Konzeptansatz von Ordner und Ordner Baukunst respektive R&P Stefan Lenzen münden zu lassen. Die letzte Veranstaltung unten rechts, Parkstadt Süd geht weiter, das liegt uns schon etwas zurück, nämlich ungefähr drei Jahre. Das war vor der Corona-Pandemie. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit weitergearbeitet und können einen wichtigen, sagen wir mal, nicht hochbaulichen Baustein, eine ganz wichtige Facette, Ihnen auch nicht nur heute als Planung präsentieren. Viele von Ihnen waren bestimmt schon da. Das ist nämlich der sogenannte Pionierpark, den wir im vergangenen September eröffnet haben. Das ist eine Flächenkulisse, die vormals natürlich auch unter Nutzung stand und jetzt temporär zur Inanspruchnahme, aber auch zur Aneignung der Kölner Bürgerinnen und Bürger, nicht nur derjenigen hier, die in der Südstadt oder auch hier im Bereich Beintal bzw. Radaberg wohnen, zur Verfügung gestellt haben und eine wichtige Freiraumkulisse darstellt. So sieht sich oder so stellt sich aktuell diese Fläche dar, und wir können erleben, wer sich das mal anschaut, nachmittags oder auch in den Abendstunden, dass es durchaus gern und gut besucht ist. Also auch Sie sind herzlich eingeladen, dort mal vielleicht spazieren zu gehen oder sonstige Freizeitaktivitäten durchzuführen. Es geht weiter. Wir haben eine weitere Planung in Vorbereitung. Sie sehen auf der linken Seite den sogenannten Pionierpark, ich sage es nochmal, der im Bestand da ist. Und wir wollen unmittelbar östlich angrenzend den sogenannten Sportpionierpark inszenieren und umsetzen, auch auf Flächen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, um die Nachfrage der Kölnerinnen und Kölner nach Freizeit, aber insbesondere nach Sportflächen hier Rechnung zu tragen. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie verschiedene Bereiche, die auf den nächsten beiden Folien im unteren Bereich dort im rot umrundeten Areal kenntlich gemacht, nochmal etwas präzisiert werden. Die eine Sache oder die eine Komponente, der eine Bestandteil ist dieses Sportareal mit den verschiedenen Feldern, die Sie hier durchnummeriert sehen. Da wird man also im Weiteren Streetball-Angebote haben. Man wird Spielrasen mit entsprechender Hügellandschaft, also ein modelliertes Gelände, vorfinden, wo verschiedenste Altersgruppen, aber natürlich insbesondere jüngere Menschen sich bewegen, toben und spielen können. Dann haben wir auf der rechten Seite oben das sogenannte Padel. Ich wusste bis gestern nicht wirklich, um was es sich handelt. Ich habe aber mich informiert und habe gehört, das ist so etwas wie Tennis, was man mit zwei Personen spielt grundsätzlich und verkürzte Schläge hat und auch auf einem kleineren Spielfeld. Das ist nicht nur eine Trendsportart, sondern das wird insgesamt hochgradig nachgefragt, und das ist also unsere Absicht, dies hier unterzubringen. Ich könnte noch weitermachen, aber ich gehe jetzt auf den anderen Bereich ein, dieses sogenannten Spionier-Sportparkes. Hier wird es Rasen-Frisbee-Areale geben, Speed-Minden, das sind Sportarten, die offensichtlich im Trend sind und die auch nach unserer Recherche von den Bürgerinnen und Bürgern hier Kölns nachgefragt werden. Und freuen Sie sich mit uns, mit mir gemeinsam darauf, dass, ich denke, Anfang des kommenden Jahres die Vorbereitung der Umsetzung dann beendet ist und dann tatsächlich die Umsetzung starten kann. Und vielleicht können wir uns im Laufe des nächsten Jahres zur Einweihung dort dann wiedersehen. Dann nochmal eine Impression des inneren Grüngürtels. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Das ist eigentlich das zentrale Freiraumelement, was auch sehr facettenreich ist. Und wenn ich eben gesagt habe, Sportpark und Sportpionierpark sind temporäre Nutzungskomponenten, dann hat das damit zu tun, dass wir zum einen den Untergrund nochmal austauschen müssen, jedenfalls in Teilbereichen.
Es ist aber so, dass die Möglichkeit, sich dort zu Spiel und Sport aufzuhalten, auf jeden Fall gefahrlos möglich ist. Das hat unser Umweltamt in Abstimmung mit den anderen beteiligten Fachdienststellen natürlich nachgewiesen, sodass eine Benutzung gefahrlos ist. Aber für eine dauerhafte Einbindung in das Gesamtkonzept des inneren Grüngürtels, da liegt aktuell die Vorplanung in der Diskussion vor. Und wir werden dann eine sukzessive Umsetzung dieses Gesamtkonzeptes in den nächsten Jahren erleben. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass auch wesentliche Bestandteile, also Sportgeräte, dann im Weiteren in dem inneren Grüngürtel wieder Verwendung finden können. So, jetzt sehen Sie noch einmal diese Darstellung des inneren Grüngürtels in dieser Schrägluftaufnahme. Sie können auch diese städtebaulichen Abdrücke gut erkennen. Die Kubaturen der einzelnen Baufelder sind ganz zart angedeutet. Und man kann sich, glaube ich, schon ein Bild machen in dieser etwas näheren Perspektive, wie die Verzahnung in Zukunft sein wird zwischen Städtebau und Freiraum. Und wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Konzeptansatz nach seiner Weiterentwicklung durch den Klima- und Nachhaltigkeitscheck noch besser sein wird, als er ohnehin schon ist. Und da bin ich auch mit Herrn Professor Christian Heuchel, der ja im Prinzip sozusagen der Ideengeber für die Parkstadt Süd und den Städtebau ist, durchaus einer Meinung. Vielen Dank. Dann nochmal zum inneren Grüngürtel selber. Das wird dann im Weiteren, ich denke, auf einer ja wirklich großartigen Kulisse eine Unterteilung in verschiedene Nutzungsbereiche geben. Im nördlichen Bereich haben wir Böschung, Terrassen und weiteres vorgesehen, aber auch Spielplätze sind an vielen Orten eingestreut. Wir werden auch natürlich vor dem Hintergrund der Diskussion um den Klimawandel die Regenwasserversickerung vor Ort in größerem Umfang sicherstellen, um das Kleinklima zu verbessern. Und wir werden, das kann man hier sehen, auf jeden Fall auch eins haben, nämlich eine durchgehende, offene, grüne Mitte, die wie ein ja, selbstverständlich durchgezogenes Band hier im Weiteren als Qualität für die Bewohnerinnen und Bewohner der Parkstadt, aber auch aller derjenigen, die angrenzend wohnen, zur Verfügung stehen wird. Wir werden dann, was das Thema Baumpflanzungen oder Baumsetzungen angeht, hier den inneren Bereich des grünen Bandes weitgehend freilassen, aber gesäumt wird im nördlichen Bereich zur Bahnlinie und dann auch zum Süden hin Richtung Großmarkthalle und Bebauung hier entsprechende Baumstandorte verortet. Das ist nur ein grober Überblick, der Ihnen schematisch zeigen soll und kann, wie das im Weiteren dann dort aussehen wird. Auch wichtig war uns bei der Planung des inneren Grüngürtels, dass es zu einer sehr starken Vernetzung kommt. Also dass im Grunde genommen die Durchlässigkeit, die Durchgängigkeit von Süden nach Norden und von Norden nach Süden gegeben ist. In den nördlichen Bereichen muss ich allerdings einschränken und sagen, hier wird es um eine Durchwegung auch zur Südstadt zu eröffnen, einen Durchstieg im Bereich des Zugweges geben. Hier sind wir natürlich mit der Deutschen Bahn AG auch schon in der Diskussion, also ich will noch nicht sagen in der Vorplanung, und darüber hinaus wird es auch einen geplanten Durchstieg im Bereich des Volksgartens geben, um die Durchlässigkeit vom inneren Grüngürtel nach Norden hin in die Südstadt zu ermöglichen. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, auch klar ist, dass die Verbindung zum Rhein mittel- bis langfristig geschaffen wird. Und natürlich gibt es auch eine Verbindung zum Eifelwall. Wir wissen alle, das Gleisdreieck, was Sie im oberen linken Bildrand sehen, ist natürlich ein Stück weit auch ein Hemmnis für die Verbindung, aber gleichwohl sind wir darüber uns im Klaren, dass man hier eine Verbesserung auf jeden Fall gegenüber dem jetzigen Zustand herstellen kann. Dann die Sportangebote, die sich im Weiteren dort im inneren Grüngürtel finden werden, die werden dann langfristig Bestand haben, nur kurz hier als Beispiele genannt, Boule, Tischtennis, dann haben wir den Bewegungsparcours, Bike-Polo-Platz, Urban Sports, also verschiedenste Angebote, die man sich heute wünscht, was wir aus den Veranstaltungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, aus den Veranstaltungen zur kooperativen Planung mitgenommen haben. Und insofern können wir uns heute schon darauf freuen. Der innere Grüngürtel, meine Damen und Herren, wird kommen. Das ist sicher. So, jetzt vielleicht noch ein anderer Punkt, der auch von Bedeutung ist und der
ja, bei vielen Menschen, insbesondere bei denen, die Kinder haben, Kleinkinder oder auch schulpflichtige Kinder, von besonderer Bedeutung ist, von Wichtigkeit ist, nämlich wie sieht es mit den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen aus. Wir haben hier einen extra Stadtbaustein, den wir Bildungslandschaft, Cluster oder Quartier Bildungslandschaft bezeichnet haben. Und der befindet sich ja relativ weit im Osten des Gebietes. Und der wird zukünftig, und vielleicht ist es zunächst interessant, mal auf die Beschriftung unten zu schauen, mindestens 3 Kindertagesstätten mit sich bringen. Er wird 2 Grundschulen mit sich bringen und vor allen Dingen auch eine Gesamtschule mit sich bringen. Und wenn man vielleicht in der Vergangenheit oft gehört hat, also erst waren die Wohnungen da, aber keine Einrichtungen für die Kinder und für die Schulen, das wird hier anders sein. Wir arbeiten in der Verwaltung nach Kräften daran, mit der Gebäudewirtschaft, aber auch mit der Schulentwicklungsplanung, auch in Vorbereitung auf Qualifizierungsverfahren, um wirklich ein optimales Angebot dieser Einrichtungen zu gewährleisten, dass die Umsetzung dieser wichtigen Gemeinbedarfsbausteine in den nächsten Jahren erfolgt und im Wesentlichen, bevor dann die Wohnungen für 7.500 Einwohner bezugsfertig sein werden. Dann vielleicht noch ein Blick auf das Thema Mobilität und Radverkehr. Wir haben ohnehin vor, und das ist auch Bestandteil der integrierten Planung, ein möglichst autoarmes Quartier zu entwickeln. Wir wollen hier durch entsprechende Fahrradstationen das Thema Fahrradverkehr unterstützen. Es wird voraussichtlich auch, Sie sehen das unter der Bezeichnung 22, ein Mobilitätshaus gehen, wo wir in größerem Umfang, also außerhalb von Fahrradstellplätzen, die wir in Tiefgaragen anordnen, dann Angebote für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen zur Verfügung stellen. Das nur ein kurzer Blick auf dieses Thema. Dann geht es weiter zum ruhenden Verkehr. Ja, wir leben in einer Mobilitäts- und Verkehrswende. Die Stadt Köln propagiert das. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass nach wie vor viele Menschen aufs Auto angewiesen sind. Und auch hier müssen wir dieser Nachfrage, nicht nur, weil wir der Nachfrage ohnehin aufgrund der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen und ihrer Vorschriften Rechnung tragen müssen, ein Angebot unterbreiten. Aber Sie sehen hier, wesentlich oder ganz besonders geplant ist, die Stellplätze in Tiefgaragen unterzubringen, und zwar insbesondere im Bereich Bischofsweg und auch Marktstraße. Aber es wird auch noch andere Punkte geben, hier mehr im nordöstlichen Bereich, wo das dann in Zukunft stattfinden soll. Vielleicht noch mal kurz die Hierarchisierung des Straßenverkehrsnetzes, MIV, also das ist der Individualverkehr, der motorisierte Individualverkehr, zeigt Ihnen an, dass es eine Hierarchisierung des Straßennetzes geben wird. Also die Breite, die Querschnitte der Straßen, die sich zum Park, zum inneren Grüngürtel hin orientieren, wird voraussichtlich immer schmaler werden, und dann die etwas größeren Straßen, die zur Haupterschließung dienen, dann im Wesentlichen im südlichen bzw. mittleren Bereich sein. Dann hat die integrierte Planung, übrigens ein Stichwort, was ich noch mal gerne kurz aufgreife, das ist die integrierte Planung, so sieht dieses Werk aus. Das können Sie auch über die Homepage der Stadt Köln bzw. auch über die Website parkstadt-süd.de abrufen als PDF. Das gibt also zu vielen städtebaulichen, verkehrlichen, freiraumplanerischen Fragestellungen in Weiterentwicklung des kooperativen Verfahrens Antworten, und es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen, und es ist auch ein Stück weit Grundlage für die Bauleitplanung. Hier also verschiedene Straßenquerschnitte mit Baumpflanzungen, die hier darstellen, in welcher Weise und an welchen Orten wir hier die verschiedenen Verkehrstrassen, die Wege, Gassen, Ringstraßen oder Boulevard vorsehen. Und hier noch einmal auch die Sechtemannstraße, die im Prinzip im Weiteren ja auch hier vor diesem Gebäude, also dem Stadtteilbüro der Parkstadt Süd, aber auch dem Gebäude 6M der GAG vorbeigehen wird, mit einer entsprechenden Straßenbreite, auf jeden Fall mit Baumpflanzungen. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich das infolge der Realisierung des Bauprojektes dann in
3 Jahren wirklich als Realität dann darstellen wird. Dann noch ganz kurz das Thema Bebauungspläne. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir müssen natürlich für die Umsetzung des Gesamtprojektes, und das gilt sowohl für den Hochbau als auch für den Freiraum, sogenannte Bebauungspläne, und hier haben wir uns für Teilbebauungspläne entschieden, auf den Weg bringen. Sie sehen als ganz wichtigen Bestandteil, also dieses lange gestreckte Band, was sich von West nach Ost oder umgekehrt zieht, den Teilbebauungsplan für den inneren Grüngürtel. Dann haben wir den Bereich des Quartiers Marktstadt in Blau und in Rot die sogenannte Parkstadt. Und das, was Sie blau eingefärbt sehen, das ist das Projekt 6M, für das wir einen speziellen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellt haben, der quasi vorlaufend auf den Weg gebracht worden ist. Weitere Pläne, ich hatte es vorhin auch angedeutet, für Sportpark Süd, das Quartier Bildungslandschaft, sind in Vorbereitung. Und dann noch eine Folie zum Thema, was natürlich in den vergangenen Wochen hier tagesaktuell diskutiert worden ist und auch in der vergangenen Woche Donnerstag im Kölner Rat eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich die Zukunft des Großmarktes, aber hier insbesondere für uns als wichtigen zentralen Baustein der Parkstadt Süd die Zukunft der Großmarkthalle selbst. Kollege Heuchler hat es vorhin angedeutet, das Gebäude steht unter Denkmalschutz und wird sozusagen der zentrale Ort, der hier Urbanität schafft zwischen Parkstadt, Quartier Parkstadt und Quartier Marktstadt, einer Weiterentwicklung zugeführt werden müssen, aber erst dann, wenn die Großmarktnutzung sich verabschiedet hat. Und wir haben Überlegungen oder sind dabei, Überlegungen zu Umnutzungspotenzialen dieser Großmarkthalle anzustellen. Vielleicht kennen Sie aus privaten Urlauben, aus Besuchen von großen Städten oder auch kleineren in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands in Europa, wie die Kultur des Umgangs mit Großmarkthallen aussieht, wie man da vielfältige Nutzungen entwickeln kann, die Menschen zusammenkommen lassen, die Kultur, Genuss, aber auch vielleicht kulturelle Nutzungen miteinander verbinden. Und wir haben uns dazu entschieden, in Vorbereitung auf diese irgendwann kommende Freiziehung der Großmarkthalle mit entsprechenden Überlegungen zu beginnen und werden die zu gegebener Zeit dann auch gerne mit Ihnen teilen. Was noch wichtig ist, aufgrund des baulichen Zustandes der Großmarkthalle und vor allen Dingen der Westfassade, muss hier kurzfristig eine Sanierung durchgeführt werden, damit der Großmarktbetrieb in der Halle weiterlaufen kann. Und vielleicht zum Schluss nochmal so eine Art Brainstorming. Das ist jetzt nicht alles von uns erfunden. Das gibt es bereits auch schon an anderen Stellen in Deutschland und auch in Europa, was man sich vorstellen könnte. Stadtteilzentrum, Bibliothek, Ateliers, viele Dinge, die hier nachgefragt werden. Und auch vor allen Dingen viele Dinge, die aus dem Bürger- und Bürgerinnen-Dialog des kooperativen Verfahrens mitgenommen haben. Das werden wir in unsere Überlegungen in den nächsten Wochen und Monaten sicher mit einbeziehen und zu gegebener Zeit vielleicht dieses Thema da auch hier in einem der nächsten Thementalks mit Ihnen erörtern. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Geduld bedanken, aber natürlich auch dafür, dass Sie mit Interesse den Ausführungen von uns dreien gefolgt sind, und freue mich jetzt sehr, mit Ihnen gemeinsam vielleicht in eine Diskussion einzutreten, die das ein oder andere noch etwas tiefer beleuchtet. Ich darf zurückgeben an den Kollegen Manuel Klump und sage ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wolf. Ja, Herr Wolf hat es schon angekündigt, wir würden jetzt gerne in den Dialog mit Ihnen treten, das heißt mit allen Anwesenden hier vor Ort, aber auch mit Ihnen online. Ich habe von der Kollegin schon gehört und übers Ohr gesagt bekommen, es sind schon einige Fragen eingegangen. Mein Kollege wird auch gleich mit dem Mikrofon hier durch die Reihen gehen, wenn Sie ihm genau ein kurzes Handzeichen geben, dass er weiß, wo es eine Frage gibt. Ich würde zum Sortieren ganz kurz mit einer Frage starten, die wir online erhalten haben und die sich an Herrn Rickmann richtet, nämlich die Frage, ob die Art von Gewerbe für 6M schon feststeht, die später da einziehen wird. Kann man dazu schon was sagen?
Nein, kann man derzeit noch nicht sagen. Das hängt natürlich von der Vermarktungssituation ab. Aber ich sagte ja, dass die Gewerbeflächen noch relativ flexibel aufteilbar sind. Und wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, diese Erdgeschosszonen zu beleben. Und zwar auch unterschiedlich zu beleben. Und Herr Heuchel sagt es eben auch bereits, wir befinden uns am Zugang in das Zentrum der Parkstadt Richtung Markthalle, sodass man sich da natürlich auch eine gastronomische Nutzung zum Beispiel vorstellen kann. Aber ansonsten sind die Flächen noch nicht vergeben und wir wissen es noch nicht genau. Okay, vielleicht noch eine Frage direkt hinterher. Wann denn generell die Vermarktung für die Flächen beginnt? Steht das schon fest? Also grundsätzlich sind die Kolleginnen aus unserer Abteilung Marketing und Vertrieb natürlich schon in den vorbereitenden Maßnahmen. Den genauen Termin kann ich Ihnen nicht nennen, aber wir sind natürlich für Interessenten immer offen und herzlich willkommen. Melden Sie sich bei uns. Ich kann auch den Kontakt dann weiterleiten, aber einen genauen Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen. Okay, dann schaue ich gerade mal in Richtung Publikum. Der Kollege gibt ein Handzeichen, dann dürfen wir hier gerne eine Frage genau einmal vorne richten. Ja, wunderbar. Mein Name ist Hille Herber. Also ich bin begeistert, was Sie vorgestellt haben, das geht irgendwie ans Herz und das ist toll. Und ich habe mich gefreut, dass auch, ich habe so das Gefühl, es wird alles rundum bedacht, aber dann gucke ich irgendwie mal so ein bisschen über das raus. Erstens, die Stadtbahn, die ja wichtig ist für die Mobilität, das zieht sich und zieht sich, 26 längst nicht fertig. Zweitens, Bildungslandschaft, da geht jetzt erstmal bis 25, wird da doch irgendwie das Provisorium für die Gesamtschule Zollstock gebaut, dann zieht die da ein, dann muss die Schule Zollstock saniert werden und erst danach kann der Bau für die Schule beginnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Dritte, das ist für mich das Allerproblematischste, was passiert denn mit dem Großmarkt? Seit 10 oder 15 Jahren zieht sich das hin und die Stadt findet nichts und jetzt sollen sie nach Marsdorf und jetzt ist das zu klein und es gibt keinen Investor und in der Stadt, so wie ich das verstehe, gibt es diejenigen, die sagen, ach, wir brauchen gar keinen Großmarkt und es wird alles verzögert. Wann passiert denn da mal wirklich was? Zum Teil. Herr Wolf. Ich fange vielleicht mit dem Thema Großmarkt an. Ja, Frau Herber, Sie haben natürlich recht. Das ist eine Frage, ich glaube, die viele Kölnerinnen und Kölner aktuell sehr bewegt. Die Stadt Köln oder der Rat der Stadt Köln hat ja in der vergangenen Woche Donnerstag die Entscheidung getroffen, mit knapper Mehrheit, aber gleichwohl mit Mehrheit, dass jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die bis zum Ende diesen Jahres eine Perspektive aufzeigen soll. Frau Herber, Sie wissen, wie alle hier im Raum, die Verwaltung ist an die Beschlüsse des Rates selbstverständlich gebunden und wir werden diese Aufgabe in Angriff nehmen. Und vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass wir Ende des Jahres, vielleicht im Rahmen des nächsten Thementalks, diese Frage nochmal aufgreifen. Ich habe großes Verständnis dafür. Aber wir müssen, und das, glaube ich, ist jedem und jeder hier im Raum klar, zunächst diesen Auftrag nicht nur annehmen, das haben wir schon getan, aber wir müssen ihn auch umsetzen. Und dann werden wir gegenüber dem politischen Raum der Stadt Köln hier entsprechend Bericht erstatten. Und ich hoffe sehr, Frau Herber, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit aus den Diskussionen um das Thema Parkstadt, dass wir Ihnen dann eine für Sie, aber auch vielleicht für viele andere Menschen, die das Thema Weiterentwicklung des Großmarktes an anderer Stelle, an einem anderen Standort interessiert, eine entsprechend qualifizierte Antwort geben können. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich heute dazu keine tiefergehende Aussage treffen kann. Vielen Dank. Vielleicht noch anschließend, weil die Frage auch an uns gerichtet wurde zum Thema Nutzung, was später im Rahmen der Parkstadt Süd die Großmarkthalle betrifft. Wird es hierzu nochmal die Möglichkeit von Seiten der Öffentlichkeit geben, dass sie mit eingebunden wird, mit Ideen, eventuell über einen Thementalk? Ist sowas angedacht? Also wir sind bereits in der Diskussion um das kooperative Verfahren 2015, 2016 von vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema angesprochen worden. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, den Dialog im Sinne einer qualifizierten, zukunfts- und tragfähigen Um- oder Nachnutzung der Großmarkthalle Kölns mit den Bürgerinnen und Bürgern zu führen. Und Sie haben es selber gerade angesprochen, dieses Forum hier, der Thementalk, bildet
sicherlich eine sehr qualifizierte Grundlage. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht auch noch mit Expertinnen und Experten, die neben den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung auch entsprechende Expertise und Fachverstand mitbringen, zu erweitern. Dazu sind wir in Überlegungen und ich will Sie damit nicht vertrösten, aber ich glaube, es ist wirklich so, heute machen wir den Anfang mit 6M. Ich hatte angesprochen, dass das Thema Großmarkthalle ja auch vielen unter den Nägeln brennt. Wir werden auch im Begleitgremium Parkstadt Süd, das vor einigen Wochen hier an Ort und Stelle getagt hat, wo Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, der Politik, aber auch natürlich der Verwaltung und auch externe Expertinnen und Experten zugegen waren, darüber angesprochen, daraufhin angesprochen. Und ich glaube, wir nehmen das von Ihnen jetzt nochmal als entsprechende Unterstützung mit. Und ich hoffe, wir sehen uns mindestens noch einmal in diesem Jahr an Ort und Stelle. Und vielleicht sind wir dann in unseren Überlegungen schon weiter. Und wir werden, und das ist also auch meine klare persönliche Meinung, diese Diskussion gerne auch mit der interessierten Öffentlichkeit, der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit führen, weil uns Ihre Expertise von vor Ort und natürlich auch das, was für Sie hier in Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld wichtig ist, nicht nur wichtig ist, sondern wir wollen es, soweit es möglich ist, dann auch konzeptionell berücksichtigen. Vielen Dank. Dann gebe ich einmal, ich sehe gerade, wir haben auch einige Fragen auf Kärtchen bekommen, an meinen Kollegen nochmal für die nächste Frage. Ja, vielen Dank. Es liegen hier 5 Kärtchen vor. Ich habe die mal grob sortiert. Zunächst das Themenfeld Klimaschutz. Hier wird formuliert, neben dem Grün, neben den PV-Anlagen, den Fahrradstellplätzen und den Mobility-Angeboten. Nun die Frage, wie ökologisch sind die Baustoffe? Handelt es sich um Vollbeton? Und kommen bei dem Gebäude Kreisläufe in der Energiewirtschaft zustande? Genannt ist hier als Beispiel Braunwasser. Ja, die Fragestellung geht wohl an mich. Ja, also wir haben an Baustoffen, wir werden das ganze Gebäude mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen. Das ist dann eine Mineralwolle, die dort zur Verwendung kommt. Ansonsten ist es bei dem Projekt aufgrund der Komplexität, ich glaube, man konnte es ganz gut erkennen, mit der Geschossigkeit bauen wir eher mit konventionellen Baustoffen. Hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft, da müssen wir uns noch ein paar Gedanken zu machen. Da sind wir aber noch nicht am Ende. Vielleicht darf ich ganz kurz eine Frage anschließen, die wir online auch angereicht bekommen haben zum Thema 6M, ob auch angedacht ist, an einer Stelle Fassadenbegrünung mit anzubringen. Und dann auch gleich vielleicht die Frage generell in die Runde, ob das Thema Fassadenbegrünung bei der Parkstadt Süd im Ganzen ein Thema ist. Ja, also Fassadenbegrünung haben wir im Block-In-Bereich mal geprüft. Da könnte Fassadenbegrünung noch zum Einsatz kommen. Das wird aber das weitere Projekt dann ergeben. Also es ist das vielleicht mal ganz grundsätzlich beabsichtigt, die Grundstücke im Rahmen einer Konzeptvergabe auf Erbbaurechtsbasis im Weiteren dann an interessierte Investoren, Investorinnen zu vergeben. Also nach der Beschlusslage des Rates der Stadt Köln wird es hier zu keinem Verkauf der Grundstücke geben, sondern es wird auf Erbbaurechtsbasis eine Anhandgabe geben. Das ist der aktuelle Beschlusslagenstand des Rates der Stadt Köln und auch letztlich natürlich mit Blick auf unsere konkreten Überlegungen das Maß der Dinge. Dieses Pilotprojekt 6M war angelegt als wirklicher Pilot, der auch nach außen hin signalisieren sollte. Und wir sind froh, dass Ordner und Ordner Baukunst gemeinsam mit der GRG sich dieser Herausforderung, und ich kann sagen, erfolgreich angenommen haben, dann jetzt in die Umsetzung geht, wie wir im Weiteren die anderen Baufelder qualitativ und auch mit Blick auf klimaschutzrelevante Fragestellungen dann entwickeln werden. Das wird sich zeigen. Ich bin aber davon überzeugt, dass das Thema natürlich Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Photovoltaik, alles das sind Essentials, die heute Standard sind. Das sehen Sie auch bei anderen Projekten. Ob die Fassaden in Gänze dann einer Begrünung zugeführt werden, das muss man im Einzelnen sehen. Aber dass das zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation und damit auch zu einer Verringerung der Wärmeentwicklung, also in den Quartieren führt, das ist allen klar und das ist im Grunde genommen seit vielen Jahren ja auch erprobt.
Ich kann und möchte hier diesem Konzeptvergabeverfahren im Moment nicht vorgreifen, weil wir diese Fragestellung noch nicht im Detail durchdrungen und beleuchtet haben. Aber wir nehmen dieses Thema insgesamt sehr ernst und insofern bin ich optimistisch, dass es auch hierzu positive Antworten im Weiteren geben wird. Dann gebe ich noch mal an meinen Kollegen. Ja, hier gibt es noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Almut Skriver. Ich habe zwei Fragen zum Verfahren. Wann kann man damit rechnen, dass diese Aufzeichnung von heute auf der Website erscheinen wird? Und gibt es irgendeine Möglichkeit, sich für so eine Art regelmäßige Information einzutragen, dass man dann die Themen-Talks auch mitkriegt? Kann man sich da in Newsletter eintragen? Oder wie geht das, wenn man jetzt regelmäßig informiert bleiben will? Die Fragen würde ich direkt aus Sicht der Projektkommunikation beantworten. Genau, es gibt also über die Website www.parkstadt-süd.de die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden, wo wir dann auch immer wieder zu Veranstaltungen einladen, wo es Informationen auch über neue Beiträge auf der Website gibt. Der wird regelmäßig versendet und ich schätze, dass es circa 1,5 bis 2 Wochen nach dem heutigen Tag dauern wird, bis die Veranstaltung online sein wird, da das Ganze technisch bedingt, also alles, was wir heute sprechen, einmal verschriftlichen, einmal wirklich auf die Minute genau im Video hinterlegen und sobald das gewährleistet ist, dass hier alles fertig ist und damit auch die Barrierefreiheit gewährleistet ist, kommt es sofort online. Man wird es dann auch direkt auf der Startseite www.parkstadt-süd.de finden, beziehungsweise es wird mit Sicherheit auch in den nächsten Newsletter mit reinkommen, dass man da informiert ist. Es gibt noch einige Fragen auf den Kärtchen zum Bereich Grüngürtel 2. Es wurde hier formuliert, ich vermisse bei den Grünflächen Bereiche, die insbesondere für das Nisten von Vögeln gebraucht werden. Also naturnah gestaltete Bereiche. Also nach meiner Kenntnis und nach meiner Wahrnehmung des jetzt vorliegenden Vorplanungsansatzes für den Grüngürtel, inneren Grüngürtel, sind durchaus entsprechende Bereiche vorgesehen. Ich kann sie jetzt nicht im Einzelnen verorten. Das müsste man nochmal genau prüfen, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass das auch beabsichtigt ist. Wir werden auch zum Thema innerer Grüngürtel selbst, soweit ich denke, nochmal eine Veranstaltung haben und vor allen Dingen auch, und das ist ja vielleicht eine ganz wesentliche Botschaft an das Publikum, an die interessierte Öffentlichkeit, den Entwurfsstand der Vorplanung zum Gegenstand einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung machen, also einer Veranstaltung für den Teilbebauungsplan innerer Grüngürtel, wo zu einem Planungsstand, der noch nicht verfestigt ist, entsprechende, ich sag mal, Hinweise oder auch Wünsche oder auch Forderungen, ich kann es auch ganz deutlich benennen, seitens der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit, seitens der Bürgerinnen und Bürger an das Grünflächenamt, was ja mit der Ausführung dann im Weiteren des Projektes innerer Grüngürtel betraut sein wird, heranzutragen. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, sich auch nochmal in einem öffentlichen Forum deutlich auf diese speziellen Fragestellungen dann an das Grünflächenamt zu richten und mit entsprechenden Antworten und der dortigen Expertise diese Wünsche oder auch Forderungen zu präsentieren und auch einzufordern. Ich muss dazu sagen, wir wissen heute noch nicht, wann die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für diesen Teilbebauungsplan innerer Grüngürtel erfolgen wird. Nach meinem Wahrnehmungsstand, ich schaue jetzt mal in die Richtung, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr, voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Das hat damit zu tun, dass wir im Moment auch dabei sind, ein geeignetes Fachingenieurbüro zu suchen, was über ein Vergabeverfahren dann die Bauleitplanung für die Teilbebauungspläne durchführt, also insbesondere diejenigen, die jetzt noch nicht am Start sind. Dazu gehört als nächster wichtiger Schritt der innere Grüngürtel. Und da können Sie die Möglichkeiten, die Ihnen über die
Vorschriften des Baugesetzbuches eröffnet sind, im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Ihre konkreten Wünsche zu fachspezifischen Fragestellungen der Ausgestaltung des inneren Grüngürtels einbringen. Und das wäre mein Wunsch an Sie. Also nehmen Sie auch das auf, was Herr Klump gerade gesagt hat. Halten Sie sich bitte auf dem Laufenden. Die Möglichkeiten sind über die Website der Parkstadt Süd eröffnet. Und insofern brauchen Sie keine Sorge zu haben, dass Sie Ihre Möglichkeiten zur Mitwirkung oder auch Einflussnahme irgendwie dann nicht mitbekommen können. Das kann ich im Moment zu diesem Themenkomplex sagen. Jetzt haben wir online noch eine Frage zum Thema Sportangebote bekommen, auch noch mal in Richtung Grüngürtel. Jetzt gibt es ja bald den Sportpionierpark, der ja wie der Pionierpark vorübergehend sein wird. Wird es denn so wie im Sportpionierpark auch im späteren Grüngürtel, sag ich mal, eine Stelle geben, wo die Sportangebote gebündelt sind, oder werden die komplett über den Grüngürtel verteilt sein? Ich will nicht sagen, dass sie atomisiert werden, aber es wird auch vor dem Hintergrund der Freihaltung quasi der zentralen inneren Zone sich an vielen Orten abspielen, im wahrsten Sinne des Wortes abspielen, die funktional, aber sicher sinnvoll sind. Und auch das ist ein Thema, was zum Gegenstand der Diskussion über den Vorplanungsstand, der dann im Rahmen des Teilbebauungsplans innerer Grüngürtel und der dort stattfindenden, im Weiteren stattfindenden frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nochmal nicht nur hinterfragt, sondern auch in Frage gestellt oder mit eigenen Ideen an die Planer und Planerinnen herangetragen werden. Also es gibt, das muss ich ganz deutlich sagen, natürlich Überlegungen, die sind auch räumlich konkretisiert, aber es gibt noch keinen Baubeschluss über das Projekt innerer Grüngürtel, sondern das folgt erst, nachdem weitere Planungsschritte auch der Bauleitplanung abgeschlossen sind, an denen Sie sich aber, wie ich gerade ausgeführt habe, im nächsten Schritt der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung dann auch engagiert einbringen können. Und es gibt dann im weiteren Verfahrensprozess noch die Möglichkeit, im Rahmen der Offenlage des Planentwurfs Ihre Wünsche und Anregungen in den Planungsprozess einzubringen. Aber je früher Sie das tun, und ich sagte gerade, voraussichtlich wird dieses Verfahren und die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden, dann ist die richtige Gelegenheit, weil dann ist es noch frühzeitig genug, sozusagen Kritik zu üben oder auch zu sagen, nein, das finden wir gut, das ist richtig positioniert und räumlich richtig verteilt, aber dazu könnten wir vielleicht auch, das ist ja durchaus vielleicht sinnvoll und auch Ergebnis der heutigen Diskussion, nochmal einen eigenen Thementalk machen, in dem uns das Grünflächenamt den Stand der Vorplanung, vielen Dank, die Dame hier in der ersten Reihe hat mir gerade ein positives Signal gegeben, dann Sie darüber informieren und Sie dann auch bereits im Vorfeld dieses förmlichen Verfahrens nach dem Baugesetzbuch dann Ihre Anregungen und Überlegungen präsentieren können. So, bevor ich Dann geben wir genau noch mal ganz kurz ins Publikum hier vor Ort. Da haben wir auch noch mal eine Frage, gerne. Ich bin Gerda Maria Hein. Es gibt ja dann noch deutlich mehr Wohnbebauung, ist zumindest geplant. Darüber haben wir heute noch gar nichts erfahren. Wird das auch von Ihrem Architekturbüro geplant, gestaltet? Oder also nein? Wir haben ja nur diesen Master, also Entschuldigung. Also wir sind ja nur für die integrierte Planung zuständig. Wir machen das Pilotprojekt. Zeigen wir Beispiele, ja, wie man es machen könnte. Das werden offene Verfahren sein, ja, die zum Ziel haben, bestimmte Wohnformen auch zu realisieren. Ja. Also wir haben ja, die GAG hat eine spezielle Vorstellung von Wohnformen, geförderter Wohnungsbau, preisgedämpft, freier Studenten. Also dieser Mix ist gut, ist ja wichtig. Bei anderen Blöcken kann es vielleicht anders funktionieren. Ja, genau, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Also wann gibt es, Sie sprachen ja davon, die Grundstücke werden nicht verkauft, die werden in Erbpacht an Investoren gegeben. Gibt es schon Investoren zum Beispiel in Richtung Baugemeinschaften, Genossenschaften oder sonst irgendwas? Oder wann ist damit zu rechnen, dass die sich etablieren? Das ist eine
sehr nachvollziehbare, sehr richtige und auch sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Sie haben vorhin auf dem Übersichtsplan zur Parkstadt Süd gesehen, dass sich der Schwerpunkt der siedlungsräumlichen Entwicklung da bewegen soll in Zukunft, wo aktuell die Großmarktnutzung verordnet ist. Insofern kann man sagen, und das ist Beschlusslage des Rates, dass bis Ende des Jahres 2025 dort zumindest keine weitere Entwicklung, also auf den Flächen, die derzeit vom Großmarkt genutzt werden, stattfindet. Natürlich braucht so etwas eine lange Vorbereitung. Und wie bei allen anderen städtebaulichen Großprojekten, insbesondere solchen, die mit Wohnungsbau zu tun haben, ist es natürlich ganz klar, dass wir eine entsprechende Diversifizierung an unterschiedlichsten Angeboten bekommen. Also was Sie angesprochen haben, selbstverständlich wird es genossenschaftlichen Wohnungsbau geben, selbstverständlich wird es verschiedenste Möglichkeiten geben, dort im Mehrgenerationenwohnen sich zu etablieren. Projekte, die wir auf dem Klutgelände haben mit Baugruppen, wird es dort auch geben. Das ist aber im Moment noch nicht austariert mit Blick auf die Anzahl und den Umfang. Dazu werden wir als Stadt Köln, aber auch im Weiteren mit der Politik uns noch austauschen. Aber es ist sicher, dass, und das war immer das Ziel der Stadtpolitik, aber auch der Verwaltung, einen möglichst breiten, attraktiven Mix von Wohnraum, verschiedenste Typologien, die man sich vorstellen kann, hier unterzubringen. Und natürlich, es geht auch um altersgerechtes Wohnen, es geht auch um das Thema Pflegewohnen. Also wenn wir daran denken, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, was gut ist dem Grunde nach, aber sind auch solche Fragestellungen wie, wird man ein angemessenes Angebot an Betreuungseinrichtungen auch für ältere Menschen zur Verfügung stehen können, in den Überlegungen eine Rolle spielen. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass wir jetzt solche Fragestellungen noch nicht abschließend beantworten müssen, weil die Diskussion und auch das Lernen aus anderen Projekten, also ich kann Ihnen nur berichten, wir haben in der Findung dieses Konzeptes für Köln-Kreuzfeld im Norden der Stadt in Chorweiler ja ähnliche Diskussionen gehabt. Und wenn Sie sich dort den Konzeptansatz anschauen, dann werden Sie sehen und auch nachvollziehen können, dass das, was Sie quasi als Forderung hier an uns adressiert haben, dort berücksichtigt ist. Und das wird bei der Parkstadt Süd in Zukunft ganz genau so sein. So, dann würde ich ganz kurz noch eine Frage, die uns online gestellt wurde, an Herrn Heuchel stellen, zum Thema Farben Kölns. Werden die Farben Kölns A, auch an anderer Stelle in der Parkstadt Süd zum Einsatz kommen und unabhängig von der Parkstadt Süd vielleicht auch an anderen Stellen in Köln? Also wir machen es ja mittlerweile so, dass wir alle Projekte, die wir in Köln bauen, in den Farben Kölns machen, weil wir sind ja überzeugt davon. Das ist natürlich hier diese, und es geht auch auf diese Frage, die vorgehende Frage hinaus, dass wir haben ja auch Projekte gemacht, Ordner, große städtebauliche Projekte, wo einfach auf Torpedo-Termine gebaut wurde wie verrückt. Berlin, Europaviertel, Frankfurt, es gibt überall Europaviertel. Da, oder München-Riem, da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell entwickelt. Ja? So, im Grunde das, was Sie bemängeln in Köln, ist eigentlich ist eine Tugend, wenn ich so verstanden habe. Ja, der Kölner Dom ist auch nicht, glaube ich, gleich fertig geworden, hat auch etwas gedauert. Und es ist meistens wirklich, wenn ich jetzt mal aus dem Akademischen spreche, ja, viele gute Städte sind dann gut geworden, wenn die Bürger es nicht mehr ausgehalten haben. Mit ihrer Politik, ihrer Verwaltung haben sie einfach gemacht. Es ist also mehr so Guerillataktik. Darum sage ich, ja, es ist richtig, die Farben Kölns, es wäre vermessen zu sagen, natürlich könnte ich sagen, alle Blöcke, die hier gebaut werden, baue ich, bin ich in der Lage, gar kein Problem. Das sage ich nicht, das wünscht man sich, ist aber nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, es wird hier, wir müssen uns alle davon verabschieden, dass es diese ganzheitlichen städtebaulichen Themen gibt. Man wird hier was bauen, man wird hier was machen, die Großmarkthalle, vielleicht baut man da einen Block und dann guckt man, ob man die Farben verwendet, die Farben Kölns. Ja? Ich würde es nur raten, aber das möchte ich, kann man nicht befehlen, würde ich auch nicht tun. Aber es ist schon mal ein Hinweis für andere Architekturkollegen, die sagen,
Oh ja, gut, das nehme ich doch gerne auf, weil wir natürlich, ich will ja keine Stadt schaffen oder kein Stadtquartier der großen Erlebnisse. Ja, also der, wo ich ständig sage, sondern ich brauche mal ein ruhiges Quartier, wo die Menschen vernünftig leben können, sich entwickeln können. Ja, und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Wir haben auch in Düsseldorf viel Quartiere, wo sie überall hingucken. Aber eigentlich ist es am Ende dann, beim zweiten Mal hingucken, wird es langweilig und dann ist es nicht mehr Stadt, es sind einfach nur Objekte. Also da, denke ich, ist einiges jetzt im Wege oder einiges, das wir produzieren können. Die Farben Kölns ist eine ganz andere Geschichte wie jetzt Begrünungsthemen. Ja, wir haben ja als Architekten Herausforderungen, die alles muss begrünt werden. Ja, die grünen Fassaden, das sind diese grünen, diese unrasierten Riesen, wie ich die immer nenne, die da so rumstehen. Ja, da fängt ja jetzt an, die mal zu berechnen. Und es ist manchmal enttäuschend, wie wenig die für diesen Klimaabdruck praktisch liefern können. Ja? Also das ist für mich selbst überraschend. Also ich will das Thema nicht Wärmepumpe, Fernwärme erwähnen. Aber man muss auch ein bisschen gucken, dass da gibt es bestimmte Hysterie. Ja? Aber als Architekt kann ich Ihnen versprechen, ich baue einfach Gebäude und ich werde halt grün verdrängen müssen. Das ist so, ja. Hier ist es besser, weil wir haben hier versiegelte Flächen. Wir können da mehr draus machen. Das ist okay. Es gibt andere Stellen, wo ich denke, muss man da bauen? Ja, ist ja so. Das ist ein Thema, das bewegt uns. Und ich glaube, die Farben Köln können das nicht lösen. Aber es ist ein Hinweis, dass man eigentlich mit ein paar Rezepten auch gute Architektur machen kann, die längerfristig hält. Okay. Dann würde ich noch mal ins Publikum an den Kollegen geben. Ja, an der Stelle vielleicht eine Karte, die thematisch gut passt. Eine Frage oder vielmehr eine Meinung zu den Farben Kölns. Hier wurde geschrieben, wird die gesamte Parkstadt Süd so gebaut wie Sechtem, also selbe Bauart, selbe Farben, dann fühlt man sich ja wie in Disneyland. Bitte mehr Diversität, auch gestalterisch. Also mehr Diversität ist ja Disneyland, unter uns gesprochen. Ich glaube, natürlich wird es diverser werden, wird anders sein, die Farben sind zu interpretieren. Ich glaube nicht, dass das praktisch der Wunsch sein muss. Ja? Das sehen ja die Konzeptvergaben und da muss man gucken, wer da wie bauen möchte. Natürlich muss das alles Freiheiten haben, aber ich warne davor, dass man Stadtkörper so baut wie vor 10 Jahren. Jeder Architekt macht sein Häuflein hin und die stehen alle wunderschön zusammen und dann ist es braucht ein städtebauliches Bild, schon funktioniert es nicht. Also das sage ich ganz ehrlich, aber da ist, wenn das Korsett klar ist, dann kann jeder sich austoben, wenn er möchte. Ich glaube, Herr Wolf, Sie würden zu der Frage auch noch. Ich würde das gerne noch ergänzen. Also natürlich, und das ist auch gut so, ist das ästhetisch-gestalterische Empfinden der Menschen ganz unterschiedlich und ich glaube, jeder hat eine andere Wahrnehmung von dem, was er sieht und was für ihn schön oder vielleicht weniger schön ist. Wir haben uns mit Blick auf das Projekt Sechtem bereits vor gut 3 Jahren in der Entwurfsphase in enger Abstimmung mit dem Büro von Christian Heuchel natürlich Gedanken gemacht, wie man so einen ersten wichtigen Stadtbaustein, also dieses Pilotprojekt hier, inszenieren kann. Und wir haben das nicht im kleinen Kämmerlein entschieden. Also wir machen das jetzt so in den Farben Kölns. Das war eine Idee, die hat Herr Heuchel ja vorhin vorgetragen, wie sie entwickelt, entstanden ist. Und wir haben das Projekt mehrmals im Gestaltungsbeirat der Stadt Köln gehabt. Das ist ein Gremium, wo qualifizierte Architektinnen und Architekten sich über städtebaulich bedeutsame Projekte, prominente Projekte austauschen und versuchen, quasi auf Augenhöhe mit der Architektinnenschaft einen präsentierten oder entwickelten Konzeptansatz weiter zu verbessern. Und man hat sich hier vor dem Hintergrund der Farbgebung, der Farbgestaltung und auch der Frage, wie ist die Materialität im Einzelnen, dazu entschieden, es so zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass jeder andere Baublock, der im Weiteren, und wir haben rund 2 Dutzend Baublöcke, die zur Bebauung anstehen, diesen ästhetisch-gestalterischen Ausdruck in Zukunft bekommen werden. Wichtig ist, und das klang auch in der Idee oder in dem Beitrag der Person, die sich hier aus dem
Livestream zugeschaltet hat, an. Wir wollen natürlich auch eine gewisse Diversifizierung, weil Uniformität ist, man sieht das an anderer Stelle, vielleicht nicht unbedingt das Mittel, was ein Gebiet aus ästhetisch-gestalterischen Gründen attraktiv macht. So ist das jetzt ein gesetzter Baustein und wir werden natürlich auch die anderen Projekte über die Konzeptvergaben, von denen ich vorhin gesprochen habe, hinsichtlich nicht nur ihrer Kubatur, der Frage der Geschossigkeit, der Frage der Nutzung, sondern auch der Frage der äußeren Gestaltung genau prüfen und unter die Lupe nehmen und dann auch mit entsprechender Beteiligung, beispielsweise des Gestaltungsbeirates oder in sonstigen Verfahren. Bei einer Konzeptvergabe ist immer auch sozusagen eine Qualifizierung des architektonisch-gestalterischen Inhalts des Projektes wichtig und grundsätzlich wird das hier bei der Parkstadt Süd und den weiteren Baublöcken, die dann in den nächsten Jahren zur Bebauung stehen, anstehen, auch der Fall sein, sodass da auch noch viele andere gestalterische Themen aufgegriffen werden können. Das kann auch mal mehr Glas sein. Wenn Sie sich beispielsweise das Projekt Hafen City in Hamburg anschauen, dann werden Sie, oder es ist mein Empfinden, vielleicht sagen, ja, das ist ein großes, harmonisch wirkendes Ganzes, hat aber sozusagen im Kleinen, im Detail ganz unterschiedliche Facetten, die erst den Reiz ausmachen, sozusagen in diesem urbanen Quartier zu leben und zu arbeiten. Und das fügt sich das Einzelne, das unterschiedliche Einzelne, dann wieder zu einem sinnfälligen Ganzen zusammen. Und das ist die Intention, die wir mit den weiteren Überlegungen hier auch bei der Parkstadt Süd verfolgen. Jetzt schaue ich gerade noch mal zu meinem Kollegen. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, bevor ich dann noch mal eine aus unserem Online-Chat stelle. Ja, da würde ich gerne anschließen. Diversifizierung, also in München gibt es auf einem neuen Gebiet, so ganz neu ist es nicht, es ist schon komplett bezogen, diese Idee, ein Holzbauquartier zu machen, beziehungsweise diese Idee ist umgesetzt worden und das ist jetzt das größte europäische Holzbauquartier und wird überall rauf und runter gut besprochen und ist ganz vorbildlich. Und gibt es Ideen, sowas auch hier in einem Teil der Parkstadt zu machen oder ist das noch nicht so weit in der Diskussion? Vielen Dank, dass Sie diese wichtige Frage an uns adressieren. Selbstverständlich ist das denkbar. Also Sie haben jetzt hier das oder ein Münchner Beispiel angesprochen. Ich glaube, was das Thema Holzbau angeht, also gerade auch was den Wohnungsbau angeht, da kann man sich viel vorstellen, auch in Köln und natürlich auch gerade hier im Quartier Parkstadt Süd, weil wenn wir den Nachhaltigkeitsanspruch, den wir mit dem Klima- und Nachhaltigkeitscheck ja jetzt in die Profilierung der integrierten Planung überführen wollen, ernst nehmen, dann muss das ein Thema sein. Und ich bin sicher, Frau Skriver, und das adressiere ich natürlich auch an alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger hier und auch natürlich im Call beziehungsweise im Videostream, dass das nicht nur diskutiert wird, da bin ich sicher, es wird in Zukunft auch das ein oder andere Projekt hier in der Parkstadt Süd geht, was sich mit dem Thema Holzbau im Kontext mit modernem, zeitgemäßen und zukunftsfähigen Wohnen abbilden wird. Vielen Dank. Jetzt haben wir online noch Fragen zu Sech-M bekommen, die ich gerne Herrn Rickmann stellen würde. Es wurde die Frage gestellt, wir haben ja im Beitrag gesehen, es gibt studentisches Wohnen, frei finanziertes Wohnen, aber auch natürlich gefördertes Wohnen. Gab es hier irgendwelche Regeln, Vorgaben oder können Sie uns einen Einblick geben, wie hat die Verteilung stattgefunden? Dass man sagt, okay, der Hochbau ist frei finanziert, die Studenten sind da. Wie entscheidet man sowas? Ja, also zunächst einmal gibt es das Förderrecht und das Förderrecht hat halt gewisse Vorgaben und Setzungen. Das ist zum einen das damalige Förderrecht, als wir hier geplant haben, war dann so ausgelegt, dass man den geförderten Wohnungsbau in Gebäuden mit maximal 7 Vollgeschossen unterbringen durfte. Also mehr Geschosse war einfach nicht möglich. Insofern, wenn Sie sich die unterschiedlichen Baukörperkubaturen anschauen, ist es einfach so, dass das Turmgebäude natürlich ausschied, der 8-Geschosser im Prinzip auch, und sodass sich das auf die geringergeschossigen Gebäude dann bezog.
Und da haben wir dann zugesehen, dass wir die geförderten Wohnungen also nicht an einer Stelle komplett massieren, sondern an zwei Punkten öffentlich geförderte Wohnungen anbieten. Und dann eben auch, man sieht in der Abbildung, die alle noch auf dem Bildschirm sehen, dieses rote Gebäude, Herr Heuchel sprach davon, das ist das studentische Wohnen. Da gibt es an irgendeiner Stelle, gibt es halt dann eben den Wechsel von frei finanzierten zu geförderten Wohnungen. Aber das Förderrecht ist einzuhalten, das hat was mit Geschossigkeit zu tun. Und ansonsten sieht man natürlich zu, dass man die Lagen auch so ein bisschen mischt. So, jetzt eine Frage, wo ich mir fast sicher bin, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht beantwortet werden kann, aber kann man schon einen ungefähren Rahmen für die Preisgestaltung des geförderten Wohnens nennen? Beim geförderten Wohnen ist das relativ einfach, weil wir dort an das Förderrecht gebunden sind. In dem Jahr, wo wir die Förderbestätigung erhalten haben und die Miete für die öffentlich geförderten Wohnungen wird dabei 7 Euro liegen. Jetzt schaue ich nochmal zum Kollegen, auch nochmal eine Frage. Es sind sogar nochmal 2 Fragen zum Themenfeld Sport. Ich trage die mal beide vor. Wie sieht der Zeitplan für den Sportpionierpark aus? Und die zweite Frage, wird es auch Sportanlagen und Einrichtungen für Senioren geben? Auch eine hochinteressante Fragestellung. Wir werden, ich hatte es vorhin angedeutet, voraussichtlich im ersten, spätestens im zweiten Quartal 2024 mit der Umsetzung des Sportpionierparks beginnen. Ich bin davon überzeugt, dass auch entsprechende Angebote für Senioren und Seniorinnen dabei sind. Ich werde aber, um da sicher zu gehen, diese Anregung in die weitere Konzeptionierung dieses Sportpionierparks mitnehmen. Und wir werden, wenn das also bis, so wie es bis jetzt aktuell gedacht ist, nicht ausreichend ist, auf jeden Fall als konkrete Forderung in die Weiterentwicklung des Konzeptansatzes für den Sportpionierpark mit aufnehmen. Natürlich, das ist vollkommen klar, wir sehen es ja an anderen Stellen im Äußeren, aber auch im inneren Grüngürtel, diese Angebote gibt es. Und wir müssen auch im Rahmen der temporären Nutzung von Sport und Sportpionierpark diese Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren vorsehen. Vielen Dank, dass Sie es nochmal so deutlich auf den Punkt gebracht haben. Wir nehmen das mit und werden das in die Planungen integrieren. So, dann würde ich angesichts der Zeit noch eine letzte Frage an Sie, Herr Wolf, stellen, aber auch gleich den Hinweis an alle, die hier anwesend sind oder eben auch im Online-Stream sich zugeschaltet haben. Wenn Ihnen auch im Nachgang noch mal Fragen aufkommen, wenn Sie vielleicht auch in 2 Wochen die Veranstaltung noch einmal anschauen, nutzen Sie jederzeit gerne unter www.parkstadt-süd.de das im Menü das Feld Dialog und dann eine Frage stellen an zweiter Stelle. Damit kommt das Ganze direkt zur Projektkommunikation und wir geben es dann an die jeweilige Stelle weiter und Sie bekommen dann eine Antwort. Die letzte Frage, die ich hätte, ist, wie sorgt man städtebaulich dafür, dass so ein Quartier wie die Parkstadt Süd am Ende, sage ich mal, nicht ein Satellit wird, sondern dass es auch an den Rest der Stadt angebunden ist? Das ist eine ganz großartige Frage, die ich gerne versuche zu beantworten. Also wichtig ist, es geht um Nutzungsmischung. Also die mitteleuropäische Stadt ist gekennzeichnet durch Nutzungsmischung. Also das ist die Stadt der kurzen Wege und es geht darum, also alle Nutzungskomponenten, Wohnen, Arbeiten, Sport, Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung miteinander zu verbinden. Und ich glaube, wir haben durch den Konzeptansatz von Ordner und Ordner Baukunst, aber auch ergänzt um die Freiflächenthemen von RMP Stefan Lenzen, hier ein robustes und tragfähiges Konzept entwickelt, was alle diese Voraussetzungen eröffnet und ihnen entsprechenden Raum gibt. Wie im Einzelnen jetzt im Baublock A, C oder F jetzt dann konkrete Nutzungen, also die auch Gemeinbedarfsnutzungen im weitesten Sinne darstellen, verortet werden. Das steht jetzt zum einen oder zum ersten für das Projekt 6M fest. Aber wir werden, und das ist auch in der integrierten Planung so angelegt, dafür Sorge tragen, dass insbesondere in den Erdgeschossen natürlich in aller Regel nicht das Wohnen Platz greift, sondern Nutzungen,
die das Wohnen ergänzen und wie selbstverständlich zu einem urbanen Leben beitragen. Das können kleine Geschäfte sein, Restaurants, all das, was man sich in einem, ich sag mal, gründerzeitlich geprägten Quartier, und viele von Ihnen kommen vielleicht aus der nahegelegenen Südstadt, so als ideal vorstellt, das versuchen wir auch in einer Neubauplanung zu berücksichtigen. Und ich glaube, man kann durch entsprechend kluge Vorgaben bei der Konzeptvergabe für weitere nächste Baufelder hier eine entsprechend solide Basis dafür setzen, dass diese vielfältigen Nutzungen dann auch entstehen. Und natürlich müssen dann die Bürgerinnen und Bürger und die Kinder, egal alle Menschen, die dort zukünftig in der Parkstadt Süd leben werden oder leben wollen, dann ihren Beitrag dazu leisten, dass es attraktiv wird. Aber die stadträumliche Situation mit der Folge von Straßen, Wegen und Plätzen ist, glaube ich, so geplant, projektiert, dass das zu einem guten Ganzen werden kann, der es wirklich für viele Kölnerinnen und Kölner zu einem liebens- und lebenswerten Quartier werden lässt. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung als Stadtplaner. Und der Architekt an meiner Seite, Christian Heuchel, sieht es wahrscheinlich ebenfalls so. Und auch der Bauherrenvertreter, Herr Rickmann, der ja nun wirklich detailreich über diese verschiedenen Nutzungskomponenten im 6M gesprochen hat, hat ein wirklich gutes Bild davon gezeichnet, wie es nicht nur dort, sondern auch als Beispiel an anderer Stelle in Zukunft hier im Quartier in der Parkstadt Süd aussehen könnte. Dann möchte ich abschließend, vielen Dank für die Beantwortung, Herr Wolf, der Frage nochmal darauf hinweisen, dass der Thementalk jetzt der Start einer Reihe von weiteren Thementalks sein wird. Und der nächste, wenn ich richtig informiert bin, im dritten Quartal voraussichtlich stattfinden wird. Alle Informationen, um welches Thema es dann geht, wann er stattfinden wird, auch wieder die Möglichkeit zur Anmeldung oder auch zur Teilnahme über den Stream, werden Sie rechtzeitig auf www.parkstadt-süd.de finden. Da auch nochmal den Hinweis, sich gerne für den Newsletter anzumelden, wenn Sie keine Informationen mehr verpassen möchten. Da werden wir auch die Aufzeichnung des heutigen Thementalks bereitstellen. Und wenn Sie dann, wie gesagt, Fragen haben, es gibt eine Hotline, die Sie Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr erreichen können. Es gibt die Möglichkeit, per E-Mail uns zu schreiben über das Formular auf der Website. Treten Sie gerne mit dem Projekt Parkstadt Süd in Kontakt. Zum Schluss möchte ich mich bei allen hier vorne auf der Bühne bedanken, bei Herrn Professor Christian Heuchel, bei Herrn Wolf, bei Herrn Rickmann, bei allen, die technisch mit eingebunden sind und waren, die in der Vorbereitung geholfen haben. Vielen Dank für die Umsetzung des ersten Thementalks. Ich kann nur sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Thementalk. Für alle, die online sind, von denen verabschiede ich mich jetzt recht herzlich. Für alle, die hier sind, noch einen ganz kurzen Moment warten. Wir müssen uns einmal von der Technik befreien und dann geht's zur Baustelle. Vielen Dank.